Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit Boogie und es ist ein guter Tag. Oh, yeah. Ich hab geträumt von euch. Yes, baby! Kennst du das Meme mit Freddy Krüger? Das ist ein Meme, Baby. So im Internet, so ein Meme. Was ist ein Meme? Nein. Und dann so von wegen, glaub an deine Träume oder träum Nein, weiter. Ich kenne ein sehr lustiges Bild. Da ist, sagt Freddy Krüger, ich komme im Schlaf dich holen. Da ist ein Arzt, der ballert einen, sagt, hol mich in 2 Wochen. Ja. Ey, geil. Onkel B sagte, als Fabio hier war, Basshölzlein Hengst, herzlichen Glückwunsch, die beiden haben mich aufs Rap-Game losgelassen. Ich kann einfach mal, ohne euphorisch zu sein, sagen, dass du mich aufs Reporter-Game losgelassen hast. Das habt ihr davon, den könnt ihr euch beschweren. Ja. Vielleicht, Freunde. Gegenüber ist der einzige junge Mann oder der einzige Atze in meinem Freundeskreis, der es auf die Titelseite schafft, ohne Negativschlagzeilen. Das sagte ich immer, war ich immer stolz. Jetzt haben dich aber auch, ich sage ja früher immer, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu und jetzt hat dich das auch erreicht. Willkommen im Boot. Das ist doch aber die Grundvoraussetzung, hier sitzen zu dürfen, oder? Ja. Ein Gerichtsverfahren mindestens. An meiner rechten Seite ist Onkel B., den ich die letzten Tage, weil ich ein bisschen angeschlagen war, mehr gesehen habe als in der Realität. Als dir liebes. Props für das Steiger-Interview, Props fürs TV-Straßen-Interview. Safe. Und sonst habe ich nichts Nettes dir zu sagen. Wir haben auch eine sehr gute Resonanz auf das Interview. Ist unfassbar geil. Also ich war fasziniert. Das TV-Straßen-Interview ist einfach, boah, das lässt keine Fragen offen. Ist super, total krass. Ich habe es erst so angeguckt, denke so, glaube ich, 2 Stunden, war? 2:40. 2:40. Ich denke so, nein, jetzt quälen sie mich. Aber dann habe ich es mir gegeben, habe ab und zu mal gestoppt, bisschen Cool G-Rap hören, dann weiter, war sehr stolz auf euch, sehr geil. Ich war auch sehr, sehr skeptisch. Also bei dieser 2:40 Geschichte, da dachte ich mir, Alter, Digga, also wer zieht sich jetzt mein Gelalle, Alter, 2:40 lang rein? Aber es waren tatsächlich dann auf einmal voll viele Leute. Ich habe das auch gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber ey, man muss halt auch nochmal danken, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht wärt ihr nicht gekommen, wenn wir uns nicht kennen würden. Gibt es viele Leute, die sagen, ihr seid gekommen, weil wir uns kennen. Vielleicht aber wärt ihr auch doch gekommen. Ich schätze euch auf jeden Fall immer noch als eine der neutralsten Plattformen in dieser ganzen Nummer hier gerade ein. Und deswegen Gratulation auf jeden Fall für mich und für euch. Geiles Interview. Bei mir gab es keinen toten Punkt. Da gab es ja kurz beides zu stellen von wegen, ey Boogie, nimm uns das nicht übel. Ey, und ich hatte Pipi in den Augen, Mann. Ja, alles war nett gesagt, Mann. Ja. Ich sag euch auch immer, den Moonwalk kann ich besser tanzen als ihr. Auch unter Tränen, ich sag's euch ins Gesicht. Ja. Nee, ey, voll gut, einfach kann man gar nichts dagegen sagen. War mega stolz, mega cool, geil. Safe, sehr gutes Gespräch geworden. Und gerade bei so langen Dingern, oft denken die Leute... Abo Schnauf! Oft denken die Leute, so lang guckt das keiner. Aber doch, so ein Interview wie von dir hat, glaube ich, eine Watchtime von pro Klick irgendwie 50 Minuten. Das ist heftig. Das ist schon viel, und die Leute gucken das dann auch gestückelt, wie Boogie zum Beispiel. Genau. Was ist denn normal so, 20? 20, ja. Die Aufmerksamkeitsspanne der lieben Rap-Hörer ist ein bisschen gesunken. Das ist, glaube ich, generell auf der Welt so, dass die Aufmerksamkeitsspanne gesunken ist. Also die meisten Leute sagen, die ersten 10 Minuten sind eigentlich fast nur noch wichtig. Ne? Deswegen auch Produktplatzierung, wir ballern schön die ersten 10 Minuten alles voll. Sack plus CBD, Bitch. Ich sage immer, Generation Swipe. So 15 Sekunden, wenn überhaupt, dann weiter. Tak, 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 tak. Ja. Das ist das Problem. Aber hey, jetzt mal ein bisschen weniger von mir. Die Leute haben genug von mir bekommen in letzter Zeit. Ihr seid ja jetzt hier, wir haben ja die Rolle so ein bisschen vertauscht jetzt. Letztes Schwierig Mal. Für mich, Alter, ehrlich. Und wir tauschen die Rollen hin und her so quasi. Aber mir ist es halt auf jeden Fall auch wichtig, dass wir heute mal auch auf eure Person eingehen. Gerne. Viele Leute fragen auch, ey, Davut, was bist du denn eigentlich für ein Typ so? Weil du interviewst immer andere Leute. Das frage ich mich seit Jahren, was bist du eigentlich für ein Typ? Siehst du, Marvin fragt sich das. Ja, du wirst vielleicht niemals bekommen. Ja. Marvin hat in letzter Zeit so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt mit ein paar sehr, sehr witzigen Aktionen. Dazu kommen wir auch nochmal gleich. Unfassbar. Also deswegen, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig gewesen und auch schon längst überfällig, dass unsere Bros auch mal hier am Tisch sind. Vielen also Dank. Applaus. Vielen Dank für die Einladung. Das erste Video-Interview, bis dato wirklich alles abgesagt, aber bei mein Bruder Boogie würde ich im Leben nicht nein sagen. Es ist eigentlich für mich ein Familientreffen. Und kein Palaver. Es ist ein Familientreffen. Ja. Es ist kein Podcast hier, es ist ein Familientreffen. Safe. Ja, das ist die Weihnachtsshow, Alter. Und wenn ihr mich so relaxed hier seht, ohne Pöbeln, ohne Fitner, das verdanke ich guter Musik und den CBD-Zeck-Plus-Sachen. Mega relaxed, Baby. Ich bin im guten Modus, Baby. Keep it smooth, Baby. Flugmodus, sagst du, ja? Flugmodus. Geil. Okay, dann, wo wollen wir starten? Starten wir bei Davut. Okay,
Damit er nicht Bosskomplexe bekommt und es an dir ablässt dann später. Ach, das ist niemals im Leben. Nein, Spaß. Ganz, ganz lieber Kerl auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen was von deiner Vergangenheit, David. Das ist das, wo wir letztes Mal in unserem Gespräch, wolltest du so ein bisschen was erzählen und hast dich da aber zurückgehalten, weil du wahrscheinlich selber der Interviewer halt auch bist und professionell. Aber du hast ein bisschen aus deiner Kindheit erzählt, Schulzeit etc. pp. Und warst jetzt auch nicht ein Kind von Traurigkeit eventuell. Mhm. Das könnte man vielleicht so sagen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, persönlich gesehen. Ich würde gerne mal wissen, wie du aufgewachsen bist, Bruder. Bring uns mal rein. Was soll ich dir von mir erzählen? Habe ich auch noch nie gefragt. Nicht, dass die Leute denken, ich mache jetzt hier auf Pseudo-Frage-Runde so. Yeah. Ich weiß wirklich nicht viel von deiner Vergangenheit. Yeah. So, erzähl mal ein bisschen was. Starten wir von Tag 1. Ich bin in Deutschland geboren. Komm noch ein bisschen näher ans Mikro. Circa zwei Tage, nachdem wir aus Afghanistan geflüchtet sind, bin ich geboren in Hannover. Ich lebe da immer noch. Ich bin kein Berliner, meine lieben Freunde, auch wenn die meisten Leute das denken. Alles gut. Ja, Mann. Ansonsten, was soll ich dir erzählen? Da stell mir ein paar Fragen. Du bist aber ein sehr gern gesehener Gast in Berlin. Ja, das stimmt. Das freut mich auf jeden Fall. Und auch korrekt, dass mich die Berliner mit offenen Armen empfangen haben. Aber ich fahre abends immer wieder nach Hause. Und dann passt das auch. Genau. Mit einer Bahncard, beziehungsweise mit einem vernünftigen Dieselauto geht das auch. Geil, auf jeden Fall. Erzähl mal, was sind denn die Hintergründe eurer Flucht, so der Familiengeschichte? Sowjetkrieg, Afghanistan einmarschiert. Ich bin Ende der 80er geboren. Das ist auch so ein kleines Phänomen. Nirgendwo steht mein Geburtsjahr. Ja. Das können wir auch so ein bisschen schleierhaft halten. Dein Geburtsjahr steht nicht? Genau, das steht nicht. Wie auf dem Ausweis steht dann was? Na doch, das steht. Ich bin in Deutschland geboren. Aber so im Internet wurde es bis dato noch nirgendwo preisgegeben. So. Und das ist so ein kleines Mysterium. Deswegen quizzen viele Leute unter den Interviews, ey, wie alt ist David eigentlich? Finde ich geil. Kommt immer darauf an, wer fragt, ne? Ja? Ja? Nee, aber ich habe mich gewundert, nicht, dass... Bei mir steht XDAXDA82 auf der deutschen Karte. Ich kann kein PlayStation Network, nichts machen. Du bist im Iran geboren, ne? Ja. Okay. Ja, ja. Nee, ich bin hier geboren, in Deutschland. Ja, deswegen. Nee, das war ein Denkfehler von mir. So. Also, Sowjetkrieg. Was sagt die Familie zu Rambo 3? Bester Film. Bester Film. B kennt die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Ja, ich habe gehört, dass du ein bisschen Probleme gehabt hast in der Schule. Da würde ich gerne ansetzen mal. Das wollte ich auch letztes Mal dich eigentlich fragen. Aber du meintest ja, du bist öfters mal irgendwie geflogen oder keine Ahnung, wurdest irgendwie rausgeschmissen oder keine Ahnung was. Und also, ich kann mir das ein bisschen vorstellen, weil ich habe ja, das darf ich erzählen, ich schnitzel ja nicht, dieses alte Rap-Video von Daud gesehen. Ich nenne ihn mal Daud. Ich weiß, er ist Davut, aber ich nenne ihn mal Daud seit Anfang an. Dauti. Dauti. Meine Freunde lachen mich immer aus. Dauti, ja. Nee, und Belasch, hast du mal das Rap-Video von Dauti gesehen? Vielleicht irgendwann mal, ich weiß es nicht. Ey, Baby, gib dir das. Ein junger Mann, ein junger Kanake, voll mit Hass, aggressiv, Muskeln bepackt. Punkt, Punkt, Mütter auf dem Track. Du meinst das erste TV-Straßensong-Interview? Nein, du, das Spaß, der, der erste, den Track, den sie da vor ein paar Jahren mal ins Internet gestellt haben. Und da sieht man schon so auch, du warst nicht immer so smooth, warst auch mal voll mit Hass und so auch. Gab es viele Gewaltprobleme auch in der Jugend? Guck mal, da mich Bela gerade gefragt hat, aufgrund von Stories aus der Schule. Das sind Stories, die wahrscheinlich sehr viele Leute haben, gerade mit einem ausländischen Hintergrund, mit einem Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. Eine sehr geile Story, die ich immer wieder gerne erzähle. Das war, glaube ich, irgendwann auf dem Gymnasium, 10., 11. Klasse, immer durchgehasselt. Das war das einzige Ding. So, ich konnte machen, was ich will. Mein Vater meinte, in der Schule musst du am Start sein. Egal was ist, mach draußen, was du willst, aber in der Schule musst du am Start sein. 10., 11. Klasse, Deutscharbeit geschrieben und ich kam mir immer schon so ein bisschen, wie soll man sagen, so schlechter bewertet vor. Dann habe ich natürlich ein paar Schulkameraden bzw. Kameradinnen dazu angeregt, mal den Namen nicht aufzuschreiben auf die ganzen Klausuren. Das habe ich dann circa so ein Jahr durchgezogen, bis so die Hälfte der Klasse ihre Namen nicht auf die Klausuren geschrieben hat. Und dann hatte ich beispielsweise in einer Deutschklausur eine 1 geschrieben. Die Lehrerin steht vorne, von wegen, ja okay, ihr schreibt ja eure Namen nicht mehr drauf, beziehungsweise habt ihr vergessen. Wem gehört diese Schrift? Ich gucke nach vorne, alles klar, der. Und dann hier am Ende, ja okay, wem gehört das hier? Der hat eine 1 geschrieben. Ich gehe nach vorne, ich so, ah, das ist meine Klausur. Und dann wollte sie mir den Test nicht geben, beziehungsweise die Klausur. Und ich so, ey, warum wollen sie mir meinen Test nicht geben? Aber der war ein Ausrutscher, so, ich muss da noch was ändern. Ich so, ey, ich habe doch eine 1. Wie kann eine 1 ein Ausrutscher sein? Das ist so eine der Fragen, die ich mich bis heute frage. Ich würde so gerne ihren Namen sagen, aber lassen wir es mal lieber. Ehrenfrau. Das ist so oft passiert. Ehrenfrau, so. Ehrenfrau, safe. Super. Aber guck mal, solche Geschichten
die hört man überall und es ist mittlerweile Standard geworden. Ja, Gott sei Dank hört man die nicht überall, sage ich dir ganz ehrlich, Bruder. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es kommt immer drauf an, wo man aufwächst. Yeah. Aber schon haarsträubend. Ja, yeah, safe, safe. Hat super hängen geblieben auf jeden Fall. Marvin, erzähl mal ganz kurz. Ja, was ist denn in der Pipeline? Bei mir in der Pipeline? Ja. Aber ich habe Abi gemacht. Alles gut. Du hast Abi gemacht, aber ja, gut, okay, Alter. Das ist schon mal mehr als ich. Und viel mehr als er. Also von daher. Gratulation auf jeden Fall. Wir kommen gleich wieder zurück zu dir, easy, David. Easy. Ich will mal ein bisschen hin und her switchen. Ne? Du weißt ja, die ersten 10 Minuten, die Leute wollen die Klinsmann-Story. Hau raus, Bruder. Ich glaube... Chicken. Ich glaube, Klinsmann wohnt nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, der ist wieder zurückgewandert nach, weiß ich nicht, USA, wo er wohnt. Ja. Pipeline, ich würde wirklich sehr, sehr gern viel erzählen. Aber es ist leider immer so, nicht dieser Rapper-Spruch, ich kann es noch nicht erzählen, weil dann platzt das Ganze. Aber bei mir ist es ja wirklich so, wenn ich Leute veräpple, kann ich ja jetzt nicht sagen, wen ich veräpple. Es ist auf jeden Fall viel in der Pipeline und ich glaube, dass es auch noch, ich hoffe noch dieses Jahr, ein großer Dreiteiler kommt, der, glaube ich, nochmal jeden Rahmen sprengen könnte. Ja. Es geht diesmal wieder gegen einzelne Personen, aber nicht wieder gegen den Staat, mit dem habe ich mich schon genug angelegt, aber ja, mal schauen, was da kommt. Als allererstes mal, roll mal ganz kurz für die Leute da draußen auf, die nicht wissen, wovon zum Teufel wir gerade reden. Ja? Darf ich meinen Lieblingsstreich sagen? Ja, gerne. Der Marvin war bei, darf man ja sagen, Kentucky Fried Chicken, hat Chicken Wings abgeknabbert, die Knochen aufgehoben, sie verpackt, artgetreu, ein Zertifikat von Dinosaurier Museum gefälscht und das Influencern geschickt. Und die haben sich dann auch bedankt und konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sie diesen Dinosaurierknochen hatten. Darunter auch Knossi. Ich habe nur gelacht. Stimmt, Knossi war auch dabei, ja. Ich bin Marvin24 und mache YouTube. Also dafür bin ich hauptsächlich bekannt und gebe mir immer sehr viel Mühe, möglichst hochwertige Produktionen zu machen. Also nicht der klassische YouTuber, der sich vor die Kamera setzt, irgendeinen Dünnpfiff erzählt, hochlädt und fertig und nächste Woche das neue Video. Was ging mich gerade? Nee, du bist ja kein YouTuber, du bist ja Rapper, Gott sei Dank. Ja. Und ja, das mache ich. Eine Sache, die Boogie schon erzählt hat, ich habe Pakete an Influencer geschickt. Ich habe mich bei Klinsmann, bei Herder BSC damals auf dem Platz geschlichen, verkleidet als Spieler. Bin dann auch relativ spät erst aufgeflogen. Und ja, das jüngste Ding war, dass ich mir einen Doktortitel habe in meinen Perso eintragen lassen. Bei der Fußballsache gab es doch riesen Ärger, auch für die Sicherheit, war? Das war natürlich voll der Skandal wahrscheinlich, weil hätte ja auch ein anderer sein können, außer Marvin, war? Ja, ich sag mal so, seitdem ich da war, ist da jetzt eine Schranke vor. Das stimmt schon, ja. Geil, Gratulation auf jeden Fall. Erzähl mal ganz kurz mit diesem Doktortitel-Scheiß. Was hast du da gemacht? Wie steht ein Doktortitel im Ausweis? Da steht einfach nur Doktor. So, naja, es gibt ja einerseits Ehrendoktortitel, die kann man sich für 30 Euro irgendwo herkaufen, da hast du aber nur eine Urkunde. 30 Euro Ehrendoktor kaufen. Naja, ist wirklich so. Aber der ist halt nichts wert. Also du kannst dir wirklich einen Ehrendoktortitel mit deinem Namen kaufen und an die Wand hängen. Ehrendoktor Boogie. Ehrendoktor Boogie. Aber viel hast du davon nicht. Und dann gibt es halt den Doktor, den akademischen Grad, wofür man halt studieren muss. So, dann habe ich gedacht, muss ja trotzdem irgendwie möglich sein. Und wie ihr mir sicherlich auch zustimmen könnt, sind die Berliner Bürgerämter vielleicht nicht so sorgfältig und gerade während Corona halt noch mehr überfordert und müssen sehr viel arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich mal aus und habe mir auch eine Urkunde erstellen lassen, wo drin steht, dass ich halt Doktor der Mathematik wäre. Ich habe nie eine Uni von innen gesehen, aber das stand da halt drin. Die Uni war frei erfunden, die Dozenten waren frei erfunden, die Professoren, alles frei erfunden und damit bin ich hingegangen. So, normalerweise denkt man ja, wenn man sich da hinsetzt und sagt, yo, ich bin Doktor, ich möchte es gerne in meinen Perso eingetragen haben, dass sie dann halt das mal prüfen, ne? Oder irgendwo nachgucken oder einscannen. Haben sie alles nicht gemacht. Die haben sich das angeguckt, haben gesagt, oh, er ist 24 und Doktor. Ja, das ist schön, Glückwunsch. Und haben den Perso beantragt. Super. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit meiner, sag ich mal, mit meiner unauffälligen Allmann-Art da bestanden, weil da haben sie halt nicht geprüft, ne? Die haben gedacht, so der Junge, der kann ja nicht lügen, der sieht so nett aus. Ja. Marvin, du wirst lachen. Damals, manchmal, in manchen Ecken und manchen Zeiten war ich wirklich so der einzige Blonde bei uns. Mhm. Und das war echt immer ein Lockmittel, ja. Und auch immer schön, ja, so der Lockvogel, ja. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja. Und dann habe ich mein Perso da abgeholt und war kurzzeitig Doktor. Und dann habe ich das Video darüber gemacht, was ganz gut funktioniert hat. Und haben ein paar Medien drüber berichtet. Und jetzt hat sich die Polizei gemeldet. Ich habe gesagt, scheiß drauf, behalt den einfach. Yeah. Warte. Das muss man noch, Alter, das muss noch weitergehen. Wie die Polizei hat sich gemeldet? Was wollen die jetzt von dir? Nee, bist du jetzt angezeigt? Ich bin angezeigt worden. Ich weiß nicht von wem. Ich, Urkundenfälschung. Nee, nicht Urkundenfälschung. Urkundenfälschung wäre bis zu 5 Jahre Haft. Ich komme noch gut weg. Ich komme noch gut weg mit mittelbarer Falschbeurkundung. Das ist 3 Jahre. 3 Jahre Haft oder Geldstrafe. Ist dein Ernst? Free Marvin. Ich weiß nicht, wer mich angezeigt hat. Es kann ja alles sein. Es kann das Amt sein. Es kann jemand, der da arbeitet, sein. Ein Doktor, der sich in seine Ehre gekränkt gefühlt. Nein. Oder irgendein
40-jähriger Heinz aus Münster, der Langeweile hat. Lass die Scheiße sein, Bro. Meint ihr das im Ernst? Und da habe ich einen Brief bekommen. Und ja, Polizei hat ermittelt und hat jetzt den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Und jetzt wird während mittelbarer Fälschbeurkundung gegen mich ermittelt. Alter Falter, ey. Unfassbar. Also da, Petition muss auf jeden Fall raus. Free fucking Marvin, Alter. Also, free Marvin, free was Marvin. Das, Marvin. Vielleicht war es Bushido, der zeigt gerne mal Leute an. Oh, shit. Aber ey, jetzt mal ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Angst, B, wie viele falsche Doktoren unterwegs sind hier in Berlin. Oh, ey. Hoffentlich nicht der Urologe. Ja, mit dem Daumen im Po. Der Proktologe, Alter. Das ist gar kein Doktor. Er hat doch Spaß dran. Und seitdem Titelseite auch mit, hat Ärger mit der Justiz. Also, ja. Ich bin jetzt im Club. Geil. Und dabei war, unter Hashtag war ja immer Marvin, du bist der Einzige von meinen Atzen. Früher hat Abu Lankwitz immer gesagt, Kumpels von Bogi, hat er immer sein Sohn gesagt. Bei Titel so, bei miesen Überschriften. Und ich habe immer gesagt, Marvin, du bist, hat dich vor ein paar Jahren angerufen und gesagt, mein Junge, ich bin stolz auf dich. Du bist der erste Atze, der es auf ein Titelblatt gebracht hat, ohne Negativschlagzeile. Aber ist leider doch nicht ganz, leider. Ja. Sorry. Ja. Der Traum ist erloschen. Ja, wann wird es klar sein, was die genau von dir wollen? Ich weiß es nicht. Also ich warte jetzt auf einen Brief von der Staatsanwaltschaft, wenn die das dann überhaupt verfolgen. Ne? Die können ja auch sagen, interessiert uns nicht, also ist nicht relevant genug. Aber naja, die fühlen sich wahrscheinlich auch in Schlips getreten. Aber gibt es da nicht sowas wie so irgendwie künstlerische Freiheit oder Sozialexperiment? Genau, ich würde mich halt nicht auf die künstlerische Freiheit berufen, sondern auf die Pressefreiheit. Weil es ist ja im Endeffekt eine journalistische Arbeit, wie ich das aufgedeckt habe. Auch wenn man darüber lacht. Ja. Ist ja und du wolltest dich ja nicht bereichern. Ausweis 5 Tage später zurückgegeben. 5. Ja, freiwillig. Ja, klar. Ich bin jetzt nirgendwo hingegangen und habe gesagt, hier, ich bin Dr. Marvin, machen Sie mal einen Kittel auf, ich möchte Sie mal untersuchen. Mhm. Ey, die sollen den Scheiß fallen lassen, sonst machen sie sich mies zum Löffel. So, aber dafür sind sie bekannt, sich mies zum Löffel zu machen. Deswegen, man weiß nie. Alter, Pferde kotzen vor Apotheken heutzutage. Das stimmt. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank. Dass das alles irgendwie glimpflich abläuft und dass wir in Zukunft ein paar geile Streiche noch abbekommen. Vielen Dank. Gibt es denn eine Empfehlung irgendwie, Tegel oder Moabit? Er würde mal sagen, Plötze. Ne? Da hast du es noch ein bisschen einfacher. Aber ey, wir hoffen mal, dass es gar nichts von dem Ganzen irgendwie bei dir das ist. Aber Hauptsache, wenn die Zelle kommt, sagst du, mein Fernseher. Ja. Sagst du, Boogie schickt dich. Das sind 10 Feinde mehr. Wie bist du denn dazu gekommen, jetzt irgendwie Mr. Verstehen Sie Spaß zu werden und so loszuziehen und so eine Scheiße zu machen? So? Naja, weil der originale Verstehen Sie Spaß Mr. ziemlich langweilig ist. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich hatte ja immer irgendwie den Traum, neben Moderator sein. Ich habe ja selbst angefangen mit Interviews, dann auch bei Straßensound viele Interviews gemacht, aber hatte halt immer den Traum, irgendwie was Entertainment-mäßiges zu machen. Und mein großes Ziel ist ja irgendwie in die Richtung Stefan Raab zu gehen. Klar, es ist ein sehr hochgegriffener Traum, aber der hat es halt geil gemacht, ne? Und das danach strebe ich und habe gedacht, was kann man denn machen, was halt nicht jeder macht, ne? Also sich aufs Spielfeld zu trauen oder Pakete zu verschicken. Klar, lasse ich mich auch hier und da inspirieren, gebe ich auch zu. Bei dem KFC-Video beispielsweise habe ich ja auch gesagt, dass das von einem Engländer inspiriert war. Da muss man halt, wie wenn man im Hip-Hop sich dann Beat samplet, muss man die Props geben. Mhm. Und das gehört halt dazu. Und ja, das macht mir einfach Spaß, die Leute mal ein bisschen zu ärgern. Das ist doch cool, Alter. Mein Junge, und du musst nach den Sternen greifen, wenn du den Himmel erreichen willst. So sieht's aus. Und einer der wenigen, der Stefan Raab interviewt hat. Das stimmt, ja. Respekt dafür. Ey, auf jeden Fall, Mann. Also Stefan Raab kommt ja bald zurück, ne? Ist für mich so King of TV, Alter, hier in Deutschland. Definitiv. Das stimmt, so, weißt du? Also bevor Stefan Raab angetanzt ist, hatten wir vielleicht noch Wetten, dass? Thomas Gottschalk. Ja? War auch stabil. Ja, auf jeden Fall. Aber Stefan Raab hat das Ding auf jeden Fall in die Spitze getrieben. Ich find's auch gut, dass du so eine Ambition hast, so wie er so gerade sagt, so, weißt du? Du greifst echt nach dem Universum, vielleicht schnappst du ein paar Sterne. Hauptsache, du vergisst uns nicht, Bro. Wenn du irgendwann mal weltberühmt bist mit deiner eigenen Show. Seitdem ich kann mir ja wie Moses P. ein blaues Auge hauen. Vielleicht war das ein gutes Omen. Da wir gerade bei Blau sind. Seitdem Marvin seinen blauen Haken hat, Alter, geht er nicht mehr so oft dran. Ich hab keinen blauen Haken, Baby. Wow. Ich hab keinen blauen Haken, Baby. Du hast keinen blauen Haken? Dann ruf ich mal bei Insta an. Mach das, gib mal Nummer. Die sagen dann, der ist immer blau, das hat einen Haken. Perfekt. Ja. Davut. Bro, erzähl mal ganz kurz. Marvin ist ja einer, der mit dir zusammengearbeitet hat und so weiter. Der hat auch so diesen Entertainment-Traum. Mhm. Du bist ein Studierter, ne? Ich habe Medienmanagement studiert. Nicht genau das, was wir hier gerade machen, aber das war dann auch irgendwann ein Projekt, was danach irgendwie entstanden ist. Weil deutscher Rap oder deutscher Straßenrap unterrepräsentiert war, dachte ich mir, machen wir da mal was. Und das war deine Intention. Du wolltest, also deutscher Rap war unterrepräsentiert, da kam jetzt, da wurde gesagt, das Ding. Und Liebe zum Rap.
das Ding pushen. Okay, ist doch. Und das hat man bei dir von Anfang an gemerkt. Ehrenmann, Bruder. Hier. Ehrenmann, als ich vor 6-7 Jahren, hast du ja gerade recherchiert, hast du ja das erste TV-Straßensound-Interview mit mir gemacht. 2013 war das. 2013. Und ich hatte ja außer Oliver Marquardt, sonst war voll der ausgestoßen, mit keiner mehr richtig zu tun. Mhm. Und man hat das, ich fand es bei dir so sehr, du warst sehr sensibel, sehr respektvoll und das fand ich sehr gut. Da konnte man manche Thematiken auch relevante ansprechen. Das habe ich zum ersten Mal bei dir gesehen. Du hast da auch bei vielen Problematiken nachgegraben. Du hattest auch die Eier anzusprechen. Mhm. Ja. Sehr viel Props für dich, Bruder. Hat mich damals auch und zum Teil auch wachgerüttelt. Dann mit den Interviews. Für immer dankbar, danke, Baby. AAK. Alles außer Kinderpornos, Baby. Jawohl. Top. Sieht's aus. Ich stehe ebenfalls. Und schau mal, Belasch. So, überleg mal. Das Jahr 2010, wir haben es jetzt knapp 2021. Hm. Da gab es noch sehr, sehr viele Gatekeeper. So von wegen, ey, du findest bei uns nicht statt. Hm. Und dann so von wegen, ey, Promophase, Chalas, vorbei. Ja. Oder ja. TRL nimmt dein Musikvideo nicht an, vorbei. Und diese ganzen Türen wurden in den letzten Jahren eingetreten. Und die ganzen Newcomer gehen da durch und nehmen das als selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass irgendein Rapper, in Anführungszeichen, bei Universal reinspaziert und sich da seinen Vertrag abholt. Oder bei Warner oder sonst wo. 2010 ist auch noch, also wir waren ja mitten in der Depression. Boah, Katastrophenjahr gewesen. Das vergessen viele Leute. Agro Berlin zugemacht, Boss Music zugemacht, Optik zugemacht. Also alle waren am Ende und dachten sich, okay, MP3 ist runterladen, das war's. Wir werden kein Geld mehr mit Musik verdienen können. Absolut, genau das war's. 2008 erstmal weltweite Wirtschaftskrise, 2010 war die Hip-Hop-Wirtschaftskrise, bin ich mir sicher, dass es plus minus ein Jahr in diesem Bereich war. Alle Leute haben überlegt, ob sie aufhören. So, weißt in du dem so? Jahr hieß mein Album Vom Mikro zum Kilo zurück. Ja. Ja. So. Ja, oder? Und in dem Augenblick, wo du dir dann gesagt hast, ich mache jetzt diese Interviewsache, jetzt kommt die obligatorische Frage, hast du dir wahrscheinlich nicht gedacht, dass das aber auch so erfolgreich wird, weil du hast ja einen sehr erfolgreichen Kanal. Also mit deinen über 200.000 Abonnenten und so weiter gehörst du da schon zu YouTube. Was ist das? Ist das Gold oder Diamant oder was ist das? Erstmal ist das der silberne Play-Button, den bekommt man ab 100.000 Abonnenten. Ach, Silber noch, ja? Genau, und dann ab 1 Million, glaube ich, ne Marvin? Ach so ist das, ja? Okay, genau. Aber ey, Silber ist besser als Bronze, Bruder. Hast du recht. Gratulation, Alter. 200.000 ist auf jeden Fall ordentlich, aber Abonnenten bedeuten heutzutage jetzt nicht alles so. Aber ihr habt da, was das angeht, euch etabliert. Da hat die letztens irgendjemand mal erzählt gehabt, irgendwie, dass TV Straßensound von Toxic und Hiphop.de damals irgendwie benannt wurde, als die gehören ja auch so dazu. So zu, das kann sein. Also so nach dem Motto, ja, so belächeln, aber nicht ganz medienmäßig respektiert wahrscheinlich so von Anfang an. Vielleicht lag das auch an diesem TV Straßensound. Kann sein. Ne, an dieser Betitelung. Also zu Beginn haben wir sehr, sehr viel Ellbogen bekommen, wenn ich ehrlich bin. Weil was heißt Ellbogen? Ist von der Industrie oder was? Von der Industrie und von anderen Medien. Das ist jetzt auch so ein Real Talk von wegen, da kommen die Neuen, sind vielleicht lockerer drauf, cooler drauf und man denkt sich so, ey, was machen diese Hanswürste da eigentlich? So Daud, Marvin und sonst wer. Und wir haben halt gemacht und nicht aufgehört. Und das ist jetzt mittlerweile seit knapp 9 Jahren. Nächstes Jahr haben wir das 10-jährige Jubiläum von TV Straßensound. Geil. Guckst du Nutzen auf euch, ja? Du hast immer auch die Eier, ohne jetzt hier wirklich rosa-rote Brille. Du hast auch immer, trotzdem finde ich das, du verbindest das perfekt so. Du hast auch immer so die Eier, kontroverse Künstler halt zu interviewen halt. Das finde ich sehr gut. Du gibst, das ist ja halt heutzutage auch eine Form von Eiern, weil man kann sich damit auch als Plattform was verbauen. Klar. Und ich sitze genau neben dir. Warum redest du über mich? Nein. Ey, ja, so, das hast Interview war großartig. Hast vollkommen recht. So von wegen, ey, wie könnt ihr jetzt nur ein Interview mit Belasch machen? Twin damals. Digga, wenn wir es nicht machen, wer macht sonst? Ja. Und wir müssen es machen und es ist auch richtig so. Was dachtest du, als du meine vercrackte Wohnung kamst? Bruder, das ist ein Museum. Also ganz ehrlich, falls man wirklich Patte machen sollte, an den Vermieter von MC Boogie im Kameradenweg. Ich darf natürlich deine Straße nennen, da die jeder kennt. Kameradenweg 5, Baby! Sobald er das Ding verkauft, Bruder, schlag zu. Ja. Wir bauen daraus ein Museum. 100%? Bruder. 100%. Ich habe aber trotzdem mal eine vollbrennende Frage. Warte. Wer waren denn die kontroversen Leute für dich? Also die, die er jetzt anspricht, außer mich jetzt so? Wer war aktuell kontrovers? Cashmo. Cashmo sowieso, definitiv. Belasch. Twin, natürlich. Mhm. Toni. Toni, MC Boogie. Ich weiß mehr von deinen kontroversen Interviews als du. Krass, Alter. Also auch schon ein Flair mittlerweile. Oder keine Ahnung, ich würde auch gerne ein Interview mit Jizzes machen, was viele nicht mehr machen würden. Mhm. Aber die geben ja selbst keine Interviews, ne? Ja, genau. Ja. Aber gehen dann die Leute dann wirklich auf offensiv dann vor? Nerven die dich? Sagen die, ey, biet keine Plattform? Was ist da so der Standard-Scheiß? Ja, kommt auch mal so im Internet, bekommt man so eine kleine Schelte, so gern mal auf Twitter und so. Aber irgendwie, mir kommt so vor, und es ist auch nicht zu hoch gegriffen, TV Straßensound ist so People's Champ. So die Leute mögen es. Auch wenn man selber nicht so
von außen betrachtet so der erfolgreichste Kanal ist. So, die Leute wissen das zu schätzen, was man macht. Und das ist das Geile, auch bei euch. Mhm. So, ich finde auch der 100% Retail Podcast, Digga, People's Champ, ehrlich. Absolut, Applaus. Bushido mag deine Plattform, nicht unsere Plattform. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. Ja. Ich wollte unbedingt wissen, wann und wie habt ihr euch kennengelernt? Boah, okay, soll ich das doch erzählen? Okay, eines Tages, so besagt es die Legende, saß Marvin plötzlich auf meinem Rücksitz und wir sind wo so hingefahren. Es stand, glaube ich, ein K1-Interview oder irgendwie sowas ungefähr war. Wann, Dauti? 2013. 2013 haben wir vorhin gegoogelt. Und dann ist Marvin mitgefahren und er hat dann irgendwie das Interview nicht bekommen, aber dafür seine Fans interviewt. Das war ja. Aber bist du an Daut rangetreten, gefragt, ob du da arbeiten kannst? Oder? Warte, Bruder, ich erkläre dir kurz die Story zu Marvin. Sorry, dass ich ins. Ja, alles gut, weil ihr kommt von Hannover. Du bist ja nicht aus Hannover. Doch, Peine. Umland, oder? Peine. Umland, 20 Kilometer Umland, entfernt. Ja, okay. Marvin hat einen Kanal gehabt, der hieß Star Talking. Mhm. Und er hat halt auch Leute interviewt und irgendwo gab es da immer so eine kleine Schnittmenge, gerade so bei so Street Comedians und sowas. Und den Marvin hatte ich, glaube ich, ein, zwei Mal irgendwo gesehen und dann haben wir einen Quiz gemacht mit Echo Fresh. Mhm. Und da war Marvin einer der Teilnehmer. Und dann hat man sich da zum ersten Mal, glaube ich, wirklich kennengelernt, oder? Ja, genau so war 2012. Das. 2012. Puh. Bei Marvin finde ich immer so krass, war Dauti, der ist immer nie ängstlich gewesen. Manchmal dachte ich so, jetzt wird Marvin Optik schieben. Immer stabil. Man muss ja auch mal dazu sagen, dass ich alle legendären Interviews von dir quasi hinter der Kamera mit begleitet habe. Wenn Dau zum Beispiel mal in Hannover war, irgendein anderes Interview gemacht hat, bin ich ja zu dir gekommen. Und ich habe die legendären Interviews mit Marvin Game mitgefilmt. Das Marvin-Interview. Genau, das mit Vega habe ich mitgefilmt. Welches war? Savas. Ja. Ich glaube, das schönste Interview, Onkel Beda, waren wir in Holland, wa? Ja, Mann, beste. Ei. Ey, das ist auch eins meiner Lieblingsinterviews. Der schönste Tag meines Lebens. Also für Amsterdam mit Boogie würden ja einige ein paar hundert Euro zahlen. Also es war einfach Schlaraffenland. Unfassbar. Ich werde aber auch nie eins vergessen, das war unfassbar. Ich die ganze Zeit am Smoken, mir geht's gut, Baby, mir geht's gut. Lauf da lang, auf einmal komme ich an so einen Laden vorbei, denk so, oh, Actionfiguren. Ich voll steif, gehe da ran, oh geil, 400 Stück aufgebaut. Auf einmal komm mal so näher, guck ich so, der erste Superman ausgezogen, G.I. Joe ausgezogen, He-Man in Lack und Leder. Da guck ich so, ach doch, verpeilt, schnell einen U-Turn gemacht. Im Amsterdamer Red Light District. Genau, ja, war mega lustig, mega geil. Wir haben viele lustige Interviews gemacht. Ey, wir haben auch noch die hohen Aufnahmen davon, ne? Die wurden noch nicht geschnitten, ne? Also, Belas, wenn wir die haben, wir jetzt. Gerne. Wir haben auch so tolle Interviews gemacht. Also vielleicht das Schönste auch, finde ich, was so auch sehr schön grafisch dargestellt ist, an der Reeperbahn. Das war einfach, vielleicht auch so, ist einfach zu lustig da. Das war das Interview, beziehungsweise die Reportage mit 8-4. Ich war letzte Woche auch bei denen und meinte, ey Digga, das ist so ein Ding, was ich mir immer wieder gerne angucke. Und ich glaube, viele Leute, die Hamburger Kiez eingeben, das ist so eins der Dinger, was ganz oben angezeigt wird und das hat fast jeder gesehen. Dauta, hast du mir auch mal wieder einen der schönsten Tage meines Lebens beschert und einen meiner besten Homies, vielleicht im Rap-Game mittlerweile, habe ich da kennengelernt. Du weißt noch, ich kannte 8-4 gar nicht. Ich hatte ja auch die legendäre Frage gestellt, ob er mit der 187 Straßenbande zu tun hatte und seitdem sind 8-4 nicht ja so. Also, wie es zustande kam mit ihm, weiß man. Mhm. Aber war das für dich so eigentlich so ein Ding, wo du gesagt hast, das machen wir einmal und nie wieder? Zu Beginn auf jeden Fall. Wir dachten uns, das ist so ein einmaliges Projekt. Hat es Überwindung gekostet? Musstest du erstmal daran denken? Bist du riskant oder so? Sofort. Boogie, Frauenarzt. So, ich bin auch so ein Typ, ich tritt gern auch mal zurück für ein Interview und lass es den machen, der sich mit der Person besser auseinandersetzt. Zum Beispiel, wenn Boogie ein Interview macht mit Orgi, dann macht Boogie das Interview. Wenn Burak ein Interview macht mit Genetik, dann macht Burak das Interview. Wenn Marvin ein Interview macht mit, keine Ahnung, Alter, Felix Lobrecht, dann macht Marvin das Interview. Gar kein Problem. Im guten Jeder zu seine Leute. Ego. Im guten Team gibt es kein Ego. Ja, man sollte sein Ego auch oft zurücknehmen. Ja. So, allein so, um das Gespräch dann schön wirken zu lassen. Oder, Digga, jetzt mal ganz ehrlich, Frauenarzt und Boogie, so, wer ist da prädestinierter? Wobei diese Interviews fallen mir immer wahnsinnig schwer. Ist mir aufgefallen. Weil ich muss dann immer voll trennen mit diesen privaten. Ich bin für meine Fans und Zuhörer ein offenes Buch, wa?
Aber muss dann zum Beispiel bei dem Fraueninstitut, der mag viele Sachen nicht so, da muss ich immer drauf Rücksicht nehmen und dann denke ich so, oh, darf ich das verraten? Und manchmal bei TV Straßensound habe ich auch voll davon gezerrt, dass ich die Leute nicht kannte. So, da sind voll interessante Dialoge entstanden. Und auch so wie auch hier Homie war und Steiger, ich fand auch krass mit Soki und so eine Sache und Steiger, diese zwei verschiedenen Dschungeltiere. Aber irgendwie, man führt einen Dialog und das, wie Bela sagt, auch wichtig ist, dass man immer noch zusammen redet. Ab dem Moment, wo man nicht mehr redet, wird es eng. Ja, und für mich war immer, dann weiß doch, die Tage waren immer voll schön, dann immer morgens abgeholt im Beamer, schön Gibbet geraucht, dann losgefahren. Das sind immer, waren die schönen Zeiten in meinem Leben, ja. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir wurden noch nie von der Polizei kontrolliert, als wir zusammen waren. Zum Glück. Wobei manchmal so, als ich bei dir reingegangen bin, so, es war ein komisches Gefühl manchmal. Man hat es so ein bisschen beobachtet gefühlt. Oder als man rauskam. Und noch eine Sache, die ich vorhin zu Bela meinte. Bei Boogie-Interviews ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass er die Fragen nicht schon vor dem Interview stellt. Weil Boogie ist ein Typ, so, der wiederholt die im Interview meistens dann nicht mehr. So wirklich so, ey, sobald Boogie in den Raum reinkommt, Kamera an, Rekord, los. Belasch kennt es von mir, wenn ich manche Gäste habe, wie letzten Chill und Abdi, dann sage ich auch, ey, lass nicht reden. Dann wirklich so Scheuklappen und überhaupt keinen Kontakt, dass man es auch nicht so verpulvert so oft, so den ersten Eindruck. Und ist es auch oft in Interviews so von wegen, ich kenne die Antwort schon. Trotzdem frage ich das. Man zehrt die 100.000 Leute, die sie nicht kennen. Ich glaube, ich zehr davon auch immer so, wie B von seinem Wissen zehrt, du von deiner Vorbereitung. Ich zehr immer von dem persönlichen Draht. Und glaube ich auch, ich war, glaube ich, so der erste Interviewer, der eine persönliche Legacy auch mit reinbringt, auch eine eigene Karriere. Das, was B auch immer sagt. Ja. Wir sind dann Gamechanger und sagen, wir sind ja selber welche von denen, über was wir reden. Das Schlimme ist immer, am meisten bin ich immer auf Leute gestoßen, negativ, oder die mich negativ beurteilt haben, die überhaupt nicht von der Materie sind. Das war immer das Dilemma bei Hip-Hop, dass da immer lauter Leute, die gar nicht vom Fach sind und da einfach da reinwuseln und diese Leute mal beurteilen. Und guck mal, Bruder, ich muss ehrlich sagen, so, du warst eine bist eine sehr große Bereicherung für TV Straßensound und für diese ganze Interviewindustrie in Deutschland. Was willst du trinken? Ein Wasser bitte, ein stilles Wasser am besten. Nein, Bruder, weißt du was? Ich bin dankbar für die Chance. Ach, Bruder, gerne. Gerne, also danke, dass du zu uns gekommen bist und wir das vernünftig gerockt haben. Und wann war das erste Interview mit Frauenarzt? Das war, glaube ich, 2015. 15, glaube ich. Ich gucke es gleich nochmal nach. Aber na, Malzfabrik oben, ne? Genau, Malzfabrik. 5 Jahre ist es ja mittlerweile. Ja, ich glaube, dadurch das auch, ja, voll geil. 2016, ja. 2021. Warst du schon mal Starstruck, Bro? Was war ich? Starstruck. Was ist das? Weißt du das? Weißt du nicht? War einmal. Ich auch nicht. Das heißt, wenn du vor einem Star sitzt und dann das Mösenflattern bekommst als Fan. Ah, Fanboy-Moment. Ja, ja, so. Marvin, warte. Halt's Maul und rede. Ja. Erzähl die Story dazu. Wir haben ja tatsächlich sehr viele kuriose Interviews gemacht. Es war ja nicht immer so, dass man Rapper angefragt haben oder Rapper uns gefragt haben, ob wir Interviews machen, sondern ich erinnere mich an sehr, sehr viele kalte Nächte vor irgendwelchen Konzertlocations quer durch Deutschland, wo wir uns einfach hingestellt haben, um mit den großen Rappern, die gerade am Start sind, Interviews machen zu können. Echt krass. Ja, klar. Viele haben wir dann gar nicht erst gesehen, die natürlich dann so krass major waren, dass sie große Hallen hatten. Man hat die gar nicht gesehen. Bei uns gab es dann immer das Musikzentrum in Hannover, wo es dann immer zwischen Backstage und Bühne so einen kleinen Gang gab. Da konnte man die auch immer gut abfangen. Und eine andere Sache ist, nach ein paar Jahren hatte ich die Idee, mal zum Echo zu fahren hier nach Berlin, als es den noch gab. So 2014, 2015, so die Jahreszeiten. Und mein Hasstag, jedes Jahr mein Hasstag. Marvin hat mich auseinandergenommen. Ja, wir sind dann immer zum Echo gefahren. Krass, und TV Straßensound hat natürlich keine Akkreditierung bekommen. Noch nie eine Akkreditierung für den Echo. Wir nicht. Und wir haben uns dann im ersten Jahr einfach dorthin gestellt und haben dann Interviews gemacht mit allen möglichen, von Moderatoren bis zu Rappern, Leute, die gar nichts mit der Branche zu tun hatten, wir haben zum Beispiel Wovereit damals gefragt, ob er denn schon auf Bushido getroffen ist und er so, nee, danke, tschüss. Das haben wir dann dort trotzdem ausgestrahlt und haben dann tatsächlich vergleichbar zu den normalen Medien und zu dem, was der Echo sonst so publiziert hat, die meisten Klicks gemacht. Digga, immer die meisten Klicks. Mit diesen kuriosen Fragen. Und trotzdem haben wir alle 3-4 Jahre darauf nie eine Einladung bekommen oder selbst wenn wir angefragt haben, haben die uns nicht mal geantwortet, ob wir da filmen dürfen, gar nichts. Und wir haben dann trotzdem uns jedes Jahr wieder hingestellt, wurden manchmal 3-mal an einem Abend weggeschickt und haben da die Interviews gemacht mit Kylie Minogue, mit Udo Lindenberg, mit keine Ahnung wem. Mit allen, ich schwör's dir. Und das war auch mal. Warum haben die euch blockiert? Ne, weil wir ja nicht angemeldet waren. Also ihr wurdet aber nicht aktiv blockiert, sondern ihr habt da irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllt? Oder wie läuft das überhaupt? Naja, wir waren halt kein normales Medium in dem Sinne. Also muss man ein Journalist sein? Muss man da irgendwas vorlegen? Muss man irgendwas erfüllen? Naja. Ich glaube, die haben TV Straßensound gelesen und sich gedacht, nee, passt hier nicht rein. Allein der Titel, meinst du, war schon Abfuck für sie. Sehr oft. Kieler Allgemeine Zeitung, ja, TV Straßensound nicht. Genau. Und so, guck mal, die Berliner Arzt und Securities,
So, aufgrund von den Herren und Damen durften wir da oft noch stehen, von wegen so, ey, ah, du bist doch der von Straßensound, oder ey, ja, ich kenne dich doch aus dem Video. So, die sind okay, die können hier bleiben. Dann. Safe, ja, safe. Props an die Leute, die bei der Messe Berlin arbeiten. Yeah. Oder du bist doch ein Kollege von Boogie, so, ja. Aber jetzt nochmal zurück zur Frage, warst du mal starstruck? Also hast du mal vor jemandem gesessen, wo du sagst, ey, das ist mein Idol, ich bin flatter jetzt, ich bin nervös. Ja, so, klar, also ich glaube, da kann sich keiner von freimachen. Und gerade wenn ich, wie alt war ich damals, 17, 16, habe ich ein Interview mit ein paar Moderatoren gemacht, die ich ganz cool fand damals, Joko und Klaas. Klar waren das früher so Vorbilder. Aber irgendwann legt man das halt auch ab, weil man die Leute dann auch hinter der Kamera kennenlernt. Nicht, dass jetzt irgendwer von denen mies drauf war oder so. Aber man merkt halt, dass das normale Menschen sind. Und irgendwann legt man das halt ab. Eine Sache, wo ich im Nachhinein sehr, sag ich mal, erstaunt war, war die Sache mit Stefan Raab. 2014 waren wir beim Bundesvision Song Contest. Die haben uns kurioserweise angenommen. Ich glaube aber, da haben wir auch nicht TV Straßensound angegeben. Doch, doch, wir haben Straßensound angegeben. Das war in Niedersachsen, in Göttingen. Da haben die das gedreht und Digga, so Stefan Raab oder Brainpool, so diesen lockerer drauf, die sind cool. Und dachten sich, okay, lass die Jungs mal rein. Da waren auch, glaube ich, 3-4 Rapper am Start. Materia war da, DCV DNS. Oder wie Sierra Kid würde. DCV NS. Ja, genau. DCV NS. Das war ein legendäres Interview. Der arme Typ, der Manager ist ja ein Freund von mir, der sagt, das war ein Running Gag danach. Weil der heißt ja DCV DNS, Baby. Ich spreche ihn die ganze Zeit DCV NS an und der sagt es aber nicht. Ja? Ich glaube, der hat es dann bei Instagram auch DCV NS genannt. Danach. Hat er sich nicht getraut, oder was? Ui. Warum hat er nichts gesagt? Kann sein. Na, davor war ja ein bisschen diese Fitna im Raum. Und da hatten wir einen Vertrag, da wollte er nicht gleich wieder Benzin ins Feuer. Aber ich bin nicht sauer, wenn man mir sagt, dass ich einen Popel an der Backe habe. Safe. Dann und die Atmosphäre war wirklich so ein bisschen komisch in dem Moment. Aber alles entspannt im Nachhinein. Was für eine Fitna? Ach, ich kann mal ja sagen, so, das war, dabei habe ich gerade so diese neuen Rapper mir alle angehört, da höre ich Karate Andi, dann denke ich so, hä, der nennt sich Karate Andi zu und DCV DNS hat halt immer so, ja, auch immer auch dieses N-Wort so voll bis zum Geld nur, glaube ich, benutze, was ich überhaupt nicht schlimm finde, aber irgendwie so auch Nate Dogg, so irgendwie, ich glaube, ich habe mich gestört gefühlt, der hat so ein bisschen Nate Dogg-Parodie gemacht, ist halt ja Comedy-Rap. Ich fand es irgendwie bedenklich und hab dann irgendwie ein bisschen gezergelt. Kennt sich jemand ein bisschen aus mit dem Bro hier so? Einigermaßen. Was ist denn dieses Jeffrey Epstein-Ding da? Er hat doch so ein Video, ne? So DCV DNS? Habe ich nicht drauf geklickt, wenn ich ehrlich bin. Nee, hast du nicht geguckt? Ich glaube, es ist eher Satire in seinem Fall. Ich habe mir es nicht angeguckt. Okay. Der sagt ganz viele Sachen, Baby, wo so ein Oldschooler wie wir da ein bisschen anstößt. So kam die auch ins Game bei mir. Er will so Funny Shocker sein, bestimmt. Ja, so, ja, so, ja. Safe. Ah, ja. Der Herr ist auf jeden Fall auch eingeladen hier zu 100% Real Talk. Wer denn? Der DCV NS. Ja, ist ja schön, dass du schon die Einladung aussprichst, Bruder, danke. Müssen wir machen. Ja. Oft ist es auch so, dass Leute uns dann schreiben von wegen, ey, dürfen wir in den Podcast oder können wir in den Podcast? Ich so, Digi, ich gebe dir die Nummer weiter, aber das ist deren Ding. So, ja. Ich persönlich habe, so mir gehört das nicht. Mir gehört dieser Tisch nicht, Bro, und Alter, das gehört den Jungs. Weißt du, wie oft wir schon Straßensound haben? Ja, safe. Ist immer auch letztens, glaube ich, wieder. Ja, ja, klar, ihr seid doch Straßensound und so. MacBoogie und Bilash. Bilash und MacBoogie von TV Straßen. Bilash und MacBoogie von TV Straßensound. Ja, ja, das war unser Bruder da. Der, der hatte der heroinsüchtige MC Boogie. Scheiß auf ihn. Das war so geil, der Heroin. Alter, Heroin, egal. Auf jeden Fall, Alter, weißt du, also ich habe da, wie gesagt, nichts dagegen. Wir sind so wie Schwesterfirmen, würde ich uns bezeichnen, aber wir sind halt auch einfach privat cool miteinander. Weißt du, so haben wir ja letztes Mal auch schon gehabt. Homeboys! Wenn man privat gut ist miteinander, ist das die wichtigste Grundlage für alles. Yeah. So, das hatten wir ja letztes Mal auch. Politik interessiert mich überhaupt gar nicht. Ja. Kannst Religion, Politik, kannst an Spaghetti-Monster glauben. Von mir aus, mir scheißegal. Voll gut gesagt, in einem Interview sehe ich das auch da auch überhaupt nicht so riesen Erwartungen immer an den Mensch stellen, da keinen Heiligen drin sehen. Mhm. Aber diese Grundsachen da, das war schon gut gesagt. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Und jetzt sind wir hier auf jeden Fall. DCV DNS ist auf jeden Fall nicht eingeladen. DCV NS ist eingeladen. Bei den Brüdern von den Miris, hier Ahmed Padron und Aziz und so. Wie hieß denn der? MSTV. MSTF. Dann haben die überall, Baby, weil so Ahmed Miris, der beste Mann der Welt, der hat gesehen, wie steif ich bin und der heißt MSTVF, ne? MSTF heißt er. Da hat Ahmed überall an die Wand versteckt, das aufgeschrieben, dass ich mal gucken kann. Achso, okay. Hammer. Das müssen wir als nächstes auch hier machen, so mit so Kärtchen. Überall mal. Props an die Herzen. Noch so einen Ball, dann schmeißen wir hin und her, wie wir heißen. Vielleicht können wir auch unseren Namen tanzen. Bonnies Rentsch haben wir es wirklich mal gemacht. Das war immer so ein Schaumstoffwürfel. Hallo, ich bin Moritz Udem. Ich sitze wegen Raubüberfall, bin drogensüchtig und so eine Sache. Okay. Voll krass. Da haben sie mein Kumpel Paco, haben sie dann gesagt so,
ja, Herr Park, Herr Punkt, Punkt, was würden Sie, der hat auf jeden Fall seine Frau erwischt. Hm. Tür abgeschlossen. Okay, nächste Story, Bro. Okay, können wir nicht nehmen. Ja, ihr habt einen krassen Struggle hinter euch, also das mit diesem ganzen Hustle so mit Echo, Mecho und so, das wusste ich alles gar nicht. Mhm. Ich habe Marvin jetzt als YouTuber, als Entertainer jetzt auch nicht so krass verfolgt, so. Mhm. Aber du hast schon so den Eindruck, als wenn das so dir liegt, so, weißt du so? Ich kann mir das gut vorstellen, dass du irgendwann im TV stattfinden könntest oder so, weißt du? Ja. Jetzt mal abgesehen davon, dass du deutsch und blond aussiehst, was immer... Ist immer ein, ne, Vorteil. Ist schon ein Vorteil. Bio-Deutscher. Aber du kannst auch reden, machst einen sympathischen Eindruck, bist hell in der Birne, machst du deine Moves so, weißt du? Da kann schon was draus werden, ne? Safe. Aber bitte uns, wie gesagt, nicht vergessen. Niemals. Nicht, dass du sagst irgendwann, ey, wegen Antisemitismus oder so. Ja. Marvin sagt auf einmal, ihr dürft nicht rein. Antisemitismus. Und wenn nichts mehr wird, Gesichtstattoo, kommst du zu LMK. Auch gut, auf jeden Fall. Gratulation. Ja, wobei ich denke, so TV ist gar nicht mehr so wichtig. So diese Reichweiten, die heutzutage generiert werden, also auf YouTube und so. So allein bei Marvin, so diese ganzen Millionen-Dinger, das ist schon heftig. Und er hat es auch wirklich... so fast jeder deutsche Jugendliche gesehen, der im Internet unterwegs ist. Ja, klar. Internet hat TV abgelöst, aber ich finde, TV ist immer noch so ein Prestige-Ding. Yeah. Letztes Mal sagen auch die Leute, ey, Onkel B, was laberst du mit Deutschrap-Radio? Es läuft sowieso alles über Streaming. Ja gut, okay, aber ich fahre jeden Tag Auto. Yeah. Andere Leute fahren jeden Tag Auto. Man verbindet mit dem Radio immer noch irgendwo so einen Prestige-Faktor. Hast vollkommen recht. Das tut man mit dem TV auch. Yeah. Und wenn sich Fernsehen, inklusive GZ, nicht selbst die ganze Zeit abschaffen würde, indem sie halt so Müllinhalte die ganze Zeit auch noch den Leuten präsentieren. Ich meine, die sind so super unkreativ. Das hatten wir letztes Mal auch. Ja, klar. Weißt du, was mit MTV passiert, Alter, Digga? Was war das denn jetzt schon wieder? Weißt du so? Ich will nicht sagen. Also wirklich, kein Diss an Easy Does It oder so, die haben wirklich einen guten Job gemacht. Da kann man so den Job selbst jetzt nicht so super krass kritisieren. Für mich war das nicht vintage genug. Es war für mich nicht vintage MTV Raps, war halt so eine Eigeninterpretation von deutschen Minds, so, was meistens nicht das Original erreicht. Auch in dem Fall nicht. Aber trotzdem haben die einen guten Job gemacht. Aber da gab es ganz viele andere hatenswerte Formate, die dort stattgefunden haben, wo ich mir dann auch denke, so, ey, Leute, es gibt viele kreative Leute. Nehmt doch einen Davut, nehmt doch die Straßensound mit rein. Nehmt andere Leute mit rein, die kreative Scheiße machen. Weißt du, was ich meine? Mich hatte da ja, ganz nie ehrlich, jemand gefragt. So ein Julian Bam zum Beispiel, ganz ehrlich mal, den kannst du haten, wie du willst. Aber der Junge weiß, wie es läuft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Seine Produktion sieht ultra professionell aus. Der macht das gut. Der macht Märchen auf Asoziale, weiß ganz genau, Alter, dass er die Leute damit abholt. Der Scheiß ist teilweise super kompatibel. Mhm. Die Qualität ist hochwertig. Alles ist hochwertig. Jetzt kannst du den Typen persönlich haten, wie du willst. Kannst du ihn nicht wegnehmen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Und so ein Stefan Raab, der hat einfach super Wirbel gemacht in dieser ganzen TV-Landschaft, weil er halt nicht dieser glattgebügelte Dude war so, weißt du, was ich meine so? Safe. Der war doch am Anfang der Kontroverse, der ist Leuten auf den Sack gegangen und so, weißt du, so Peter Maffay ist da mies auf den Sack gegangen, weißt du, was ich meine so? Oder auch Moses. Oder auch Moses, so, weißt du? Und trotzdem hat er aber Qualität gemacht. Der Typ wusste ganz genau, wie es läuft. Krasser Musiker gewesen, krassen Mind gehabt für TV. Das vergessen die meisten. Weißt du, so funny, wusste ganz genau, was bei den Leuten ankommt, hat eine geile Dosis hingelegt. Es kann doch nicht sein, dass es so eine Ausnahmeerscheinung ist im deutschen Fernsehen, so ein Stefan Raab, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt so das Ding, deswegen, Fernsehen brauchst du dich nicht zu wundern. Eine Frage an dich, du warst ja selber auch bei Stern TV zum Beispiel oder bei der Olli Pocher Show etc. Hat dir das wirklich was gebracht im Social-Media-Leben oder hast du es dann auf der Straße mitbekommen oder auf diesen 3-4 Titelblättern, auf denen du drauf hast, sorry, dass ich gerade euren Job so ein bisschen mit übernehme? Gerne, Bruder, du kannst es. Nee, wie Belasch das schon sagt, das ist halt Prestige, ne? Also du denkst dann halt schon, weil du halt damit aufgewachsen bist und ich zähle ja auch zwangsläufig, auch wenn ich ein Stück jünger bin als ihr, zähle ich ja trotzdem auch noch dazu. Ich habe ja früher auch Rente Pocher geguckt, habe mir auch Stern TV, ja gut, auch ein paar Mal angeguckt, aber auch Zeitungen gekauft und man fühlt sich dann natürlich schon vom Schwert zum Ritter geschlagen, ne, wenn du da stattfindest, weil das halt ein Medium ist, was von einzelnen wenigen kontrolliert wird. Und wenn die sagen, okay, das können wir machen, dann ist das doch auch cool. Und Social Media technisch hat es jetzt nicht so viel gebracht, aber klar, diese Wahrnehmung auf der Straße hat es vielleicht nochmal so ein bisschen gefördert. Wir waren damals, ich war vor ungefähr 1-2 Jahren in einem Büro, in einem Studiokomplex, da habe ich mit dir zusammen was moderiert, das war ein geiles Konzept, immer, glaube ich, bezogen, immer Zahlen waren es. 5 besten, es ging um 90er Rap. Ja, ja, genau. Okay. Das, für was war das? Das war mein ehemaliger Arbeitgeber, wisst ihr noch? Das ist so eine Fanseite auf Facebook. Die haben auch ein paar Millionen Follower und die machen da immer alles im Kontext 90er, 2000er und 80er. Genau. Und dann gab es da so Quizzes und da sind wir gegeneinander angetreten und haben gequizzes mit Buzzard. Ja. Ja. Boogie prädestiniert. Was haben wir denn hier? Hey. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Ganz zufällig. Zufällig. Machen wir TV-Straßensound, wir sind ja alles zusammen. TV-Straßensound. So. Okay, es gibt nur 3 Buzzer. Wenn ihr mich jetzt aber fragt, wie viele Member der Wu-Tang-Clan hat, dann kann ich nur sagen 10.
Nein, nein. Ja. Wie viele Member hatten die Roots? Nein, nein. Wir machen es mal so. Es gibt ja drei Buzzer hier. Mhm. Also mache ich den Moderatorjob. Habe ich sowieso mehr gerne, Bock drauf. Gerne. Ich stelle euch eine Frage. Ganz einfach. Wer als erster weiß, haut auf jeden Fall energisch auf dieses Ding rauf. Sechs. Genau so. In welche Richtung gehen die Fragen? Wer drückt, muss aber auch sofort antworten. Ja. Also bitte keine Bitch-Moves hier. Ja? Wenn nicht, also, Punkt Abzug. So, nicht 10 Minuten warten, nachdem man gebuzzert hat. Also, erste Runde würde ich mal sagen, fangen wir an mit... Ja? Ich gewinne. Deutschrap. Okay? Okay? Deutschrap, alles klar. Manchmal gewinne ich, manchmal verlieren die anderen. Yeah. Bruder, du weißt ja, wenn du die Antwort kennst, einmal so Pantomime bitte. Genau. In welchem Jahr kam Sidos Debütalbum? 2002. Ich weiß die Antwort nicht. Scheiße, Bruder. Okay, warte mal ganz kurz. Sido war die Maske, ne? Die Maske. Safe spät. Okay, nächstes Mal stelle ich eine Frage, auf die ich die Antwort weiß. 2003, 2004, ich habe verkackt. Sido. Nee, 2004 nicht, er war ja schon. Wann kam beim Bundesvision Song Contest und hat die Maske abgenommen? 2002? Ich glaube 2003. Wann kam deins über Agro? Über Agro? 2006. 2004, Leute. Oh, wirklich? Ich hab nicht gedrückt. Und ein Jahr später hat er schon die Maske abgenommen? Beim Bundesvision Song Contest? Hat er das? 2005, ja. Was bildet er sich ein, Alter? Nur ein Jahr, krass. Da war ich auch Kind. Hat er nicht von Echo den Komet geklaut? Stimmt. War nicht sowas? Und die 1,5 Krone? Ja, ja. Ach ja, stimmt, die hatten ja Beef damals, ne? Genau. Da, wo B-Tight erzählt hat, irgendwie mit Eule und in die Runde gucken, mein Wichsen, irgendwas war da, irgendwas irgendwie Witziges war da, Alter, keine Ahnung. Die haben sich da, ey, krass, Alter, wie viele Leute sich gegenseitig gedisst haben, die jetzt so Bros sind und Kumpels und so. Weißt du noch, der Azad-Sido-Beef? Ja, Mann. Der war schon ein bisschen härter, da ist es ja auch mal zur Sache gegangen, ne? Aber danach haben sie auch einen Song miteinander gemacht, aber so super tight scheinen die jetzt auch nicht zu sein, Pack, ne? Schlägt sich, Pack verträgt sich. Genau, genau, genau. Und auf dem Splash. Es gab ja auch so, ich glaube, das war Bravo oder Bravo Hip-Hop. Die haben es auch komplett ausgeschlachtet mit Fotos beim Splash, mit Stöckern und sowas aufeinander losgegangen. Das kann sehr gut sein. Das berühmte Video damals noch danach im Backstage mit AK außer Kontrolle und Alpa. Mhm. Lustige Zeiten auf jeden Fall. Okay, nächste Frage. Mit AK wusste ich nicht. Dann schaue ich es mir nochmal an. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt eine Melodie vor und ihr müsst buzzern, welcher TV-Show aus den 80ern das war. Oh. Jawohl. 100 Punkte, Bruder. Ja, du bist älter als wir. Genau. So. Ja, also bist wieder bei 0. Eine falsch, eine richtig. Eine falsch, eine richtig, genau. Was war Arnold Schwarzeneggers erster Film? Conan der Banane. Banane, sag ich, Baba. Conan die Banane. falsch. Welcher war es, Alter? Weißt du es? Ich dachte mal, es sei Conan. Der Film mit T? Der Film mit T! Ey, Digga, hör auf, Alter, der Film mit T. Nein, ist nicht der Film mit T. Du bist zu jung. Wa? Du guckst schon so ahnungslos. Nein, weil Terminator war nach Conan. Oder irgendwas mit New York oder sowas? Da ist er, jawohl. Ja! Herkules in New York. Ey, Herkules in New York, ja! Scheiße! Genau. 82, Baby, oder Ende 70er? Herkules in New York, würde ich mal behaupten, müsste in den 70ern gewesen sein. Weil Conan der Barbar kam, glaube ich, 80, 81 schon raus, ne? Ja, okay, letzte Frage für heute. Nein, so, bitte nicht. Bereitet euch vor. Bereitet euch vor. Ja. Was mag R. Kelly mehr? Eine 15-Jährige oder eine 13-Jährige? Alles klar, wir sind raus. Ich wollte fast drücken. Name a part of your body that gets sweaty. Ja. Balls. Irgendwas ist da gerade los. Ich konnte das nicht verfolgen. Mit Flair, Interview, Staatsanwaltschaft und hast du nicht gesehen? Ach so, und ja. Was ja. ist denn da los? Das ist ja wieder ein Straßensound-Interview gewesen, worum es geht. Ja, Mann. Ne? Das war ein Interview, das haben wir im März, glaube ich, gedreht. Da, wo gerade die ganze Corona-Sache angefangen hat, wo die ganzen Leute noch sehr ängstlich waren. Ich bin da alleine zu Flair hingefahren, ohne Kameramann, weil wir dachten uns auch so, lass mal lieber alleine treffen, damit es ja kein Palaver gibt, auch im Auto so von Hannover nach Berlin rüber jetten. Dass man da nicht angehalten wird, von wegen, ey, wohin fahrt ihr gerade in dieser Lockdown-Phase? Mhm. Da haben wir das Interview gedreht, das ist ziemlich kontrovers gewesen. Für mich auch das Interview 2020 auf jeden Fall, weil darüber wurde sehr viel diskutiert und daraufhin ist auch vieles in die Brüche gegangen. Das war eins der Interviews, das war mir auch neu, wo mir plötzlich die Staatsanwaltschaft geschrieben hat, direkt, von wegen, ey, nimm das Interview offline. Ich so, okay, wow, also, dass ja ein Rechtsanwalt mal schreibt, tamam, kein Problem. Kann mal passieren. Dann rufst du deinen eigenen Rechtsanwalt an. Der regelt es aber Staatsanwaltschaft direkt von wegen, das Interview muss offline genommen werden.
Dann saß ja auch erstmal von wegen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und hier Polizeibesuch und solche Sachen. Und das Interview hat für ziemlich hohe Wellen oder ziemlich hohe Wellen geschlagen. Mhm. Dann habe ich halt die Staatsanwaltschaft gefragt in der E-Mail. Warte ganz kurz. Erzähl mal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, worum ging es da inhaltlich? Das Hauptthema da, beziehungsweise da ging es halt um eine Beleidigung gegen Bushido. Dann hat Bushido das halt bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, angekreidet, dass er nicht beleidigt werden will im Internet. Und daraufhin hat uns die Staatsanwaltschaft drum gebeten oder uns, was heißt gebeten? Die haben gesagt, nimm das Interview offline. Und ich meinte, ey, warum? Was ist der genaue Grund? Dann hat die Dame von der Staatsanwaltschaft mir die 3-4 Stellen rübergeschickt. Und zum Glück kann man bei YouTube Sequenzen rausschneiden. Früher ging das nur bis 100.000 Klicks, aber jetzt irgendwie seit neuestem geht das auch irgendwie bis Millionen Klicks. Und das hat, glaube ich, so den Stand von 500.000 Klicks zu dem Zeitpunkt gehabt. Wir haben es dann rausgeschnitten und da diese Aussagen weg waren, konnten wir das Interview online lassen. Und jetzt nochmal, dann war der Fall auch geregelt. Wir haben alles richtig gemacht. Und ich hatte auch keinen Bock, mich jetzt mit der Staatsanwaltschaft anzulegen, weil das ist dann eine Instanz zu hoch. Mit einem Rechtsanwalt gar kein Problem. Und Spiegel TV hat letztens eine Reportage über Flair gemacht und die haben halt genau diese Sequenz benutzt, die uns staatsanwaltschaftlich verboten wurde. Und das war auch so Sache, so von wegen, ey Digga, warum macht ihr das? Das Interview geht 1 Stunde und 40 Minuten. Nimm doch 5 Sekunden von einem anderen Teil. So, die müssen das Interview sich in den ersten Tagen runtergeladen haben. Und das sind Probleme für dich? Ich hoffe nicht. Also wir haben es ja nicht ausgestrahlt. Wenn, dann müsste es Probleme für Spiegel TV geben. Ja, Spiegel TV kriegt von Bushido Abmahnung jetzt, Baby, Baby. Fitna TV, was? Wie meinten? Sind Sie der Sklave der Abu Shakas oder so? Ey, Kettenhund. Kettenhund, danke, Kettenhund. Aber die Stimme ist voll lustig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mir diesen Clip reingezogen. Ich habe das auch auf Instagram gepostet. So nach dem Motto, ey, weißt du so, Journalismus wieder 1A hier, investigativ pur so. Aber die Stimme von dem Bro, wenn der neben mir stehen würde, sind Sie der Kettenhund von den Abushakas? Ich würde lachen. Ich schwöre, wie kann man über den nicht lachen? Der ist ja übertrieben lustig. Wer ist der? Ist es Wigald Boning, Alter, mit der Kamera, Bro? Wer ist das, Alter? Ah, und seit gestern folgt uns Spiegel TV auf Twitter. Oh, ja, so geil, Alter. Bisschen ausspionieren, ne? Egal, was wir posten, Alter. Ja. Ab heute nur noch Fitner. Sehr schön. Die fragen mich immer an, ich sag immer ab. Ja. Würde ich auch machen. Ja. Würde ich auch machen. Das war ein Teil aus diesem Interview da, wo diese Rassismus-Sache noch aktuell auch, mit den Bantus und so dieses genau. Interview war das. Ja, okay. Da aber war da war halt so dieses Hauptthema Bushido und Staatsanwaltschaft und dann komplett eskaliert. Aber du hattest doch auch ein bisschen Stress mit Staatsanwaltschaft, mit den Rocker Flair-Beef, oder? Da war es nicht die Staatsanwaltschaft, da war es die Polizei. Ach, okay. Da war die ist dann gekommen und meinte, ey, Jungs, Leute, lass das mal bitte. Weil du darüber berichtet hast? Berichte mal bitte nicht darüber. Und das war mir auch komplett neu. Also dieses Interview ist bei uns von TV Straßensound komplett eskaliert. Polizei, Staatsanwaltschaft, so mehr geht da nicht. Und irgendwann sagt man auch, Leute, so, lass uns mal in Ruhe. Wo ist hier die Pressefreiheit? Mhm. Ja, so, und auch andere Kollegen, Journalisten, Kollegen in Anführungszeichen, haben sowas auch noch nie mitbekommen. Und ich habe alles schwarz auf weiß. So, die ganzen Zettel sind bei mir. Das ist krass, ne? Da kommt jemand manchmal in die Situation, wo ihr euch auch denkt, so, ey, warum machen wir das überhaupt? Oder gar keinen Bock drauf auf so eine Nummern, so gar nicht mehr mit solchen Leuten vielleicht. Nein, aber ist mir scheißegal. Scheiß drauf. Wir haben dann auch ein paar Tage später direkt das Interview durchgezogen und fuck the world. So no nuts, no glory. Sehr schön. Ja, ist doch cool, Alter. Aber gibt's öfters mal sowas? Es gab ja auch mal im Hintergrund irgendwelche Sachen, habe ich ja mitbekommen, nicht nur mit Polizei und Staatsanwaltschaft, sondern das ist ja auch noch so Leute, die Hintermänner, wie man sie nennt, hier so leicht auf die Pelle gerückt sind für das eine oder andere. Das ist tagtäglich, aber da muss man dann auch gerade bleiben und so selber auch ein bisschen entgegenwirken, so von wegen, ey, ich bin kein Kasperkopf, wo ist dein Problem? Ja. Hast du da eine Geschichte oder zwei, die du erzählen kannst, wo du nicht zu tief gehst? So? Im Hintergrund, ob da irgendwas geregelt wurde. Ich bin eigentlich immer direkt hingefahren, alleine und habe das alleine geklärt. Aber es sind auch schon Leute gewesen, sage ich mal, die nicht so, die sind jetzt keine Leute, mit denen man gut Kirschen isst. Genau, so, ja. Aber drauf geschissen. So im Endeffekt, Mensch ist Mensch. Und wenn du da hingehst, sie dir Respekt zeigen, du denen Respekt zeigst und auch direkt so Menschen konfrontierst, von wegen, ey, wo ist das Problem? Internet ist Internet, aber jetzt stehen wir beide uns gegenüber. Und dann regelt sich meistens und die Leute checken, ey, Digga, das ist ja wirklich nicht so. Das sind ja gar nicht die von Spiegel TV, die irgendwelche Scheißfragen stellen. Nee, der kommt wirklich und dann trifft man sich auf Augenhöhe. Mhm. Gab es irgendjemanden so, wo ihr bereut habt, mit dem ein Gespräch gemacht habt? Einfach nur, weil er dick war. So. Nicht jetzt unbedingt, weil ihr gesagt habt, jetzt keine Plattform bieten oder so, sondern einfach, was ist das für ein Schwanz? Hätte ich nicht gedacht. So. Nein. Gab es sowas nicht, ne?
Gott sei Dank. Ey, Applaus für die Rap-Szene. Ich überleg grad. So. Hättest du nicht gedacht? Bei uns ist das jeder dritte Gast. Nein, Spaß, Bro. So, ich sag mal so, wenn man in ein Interview reingeht, seinem Gegenüber Respekt zeigt und allein schon, dass er sich dann auch mit reintraut, dann hat man alles richtig gemacht. Und so, solange man redet, macht man alles richtig. Wenn man so ein bisschen so die, wenn sich die, wie sagt man, wenn die Spalte zu groß wird, dann geht's schief. Oder, Boogie, hatten wir irgendwo einen gehabt? Wenn die Spalte zu groß wird, dann... Dann geht's schief, hast du recht. Ja, Würstchen, nee, Turnhalle, wie war das nochmal? Ja, Zutug in Turnhalle werfen. Ich wollte sagen, ich weiß aber, dass manchmal oft Rapper sauer waren, wenn du konkurrierende Rapper eingeladen hattest. Das ist so dumm. Das fand ich dann immer so blöd, weil wie kann man denn sauer sein auf denjenigen, den interviewt? Ich meine, du bist ja die Plattform und das habe ich oft mitbekommen, fand ich unfassbar. Das war zu Beginn so und irgendwann nach den Jahren haben die Leute verstanden, nachdem Plattformen wie, was gibt's als Dein Update, Rap Update, Memo Rap Check, Rap-Show, als alle kamen und dann plötzlich über alle berichtet wurde, wurde das von Straßensound komplett egalisiert und die Leute haben gecheckt, ey, wenn Dawood sich bei dem mit reinsetzt und danach zu dem hingeht und alles so auf entspannt macht, dann haben die alles richtig gemacht. Zu Beginn war das so, ey, warum machst du das Interview mit dem? Richtiger Schwachsinn. Das ist auf jeden Fall richtiger Schwachsinn. Aber es gibt auch heutzutage so diese Rapper, die Interviews machen und so und danach dann sagen, ey, schneid mal bitte das und das und das raus. Es hat mich so angekotzt, jedes Mal, wenn die gesagt haben, schneid das und das raus. Dann saß ich letztens bei Steiger und habe ich ihm geschrieben, schneid das und das raus. Manchmal ist es so. Geil, Alter. Ja, Mann. Aber gibt es bei euch so Stories im Nachhinein von wegen, ey, nimm das Interview offline, nimm die Sequenz offline? Naja, doch, gab's schon. Also jetzt nicht, nimm das offline oder so, aber da kommt halt immer wieder mal einer, der sagt, ey, schneid mal dies und das und jenes raus, wo du dir dann auch teilweise denkst, so, da sagt jetzt einer, schneid mal bitte raus, wie ich mir eine Kippe anzünde, wo ich sage, ey, Alter, komm schon. Weißt du, was ich meine, was ist denn jetzt los? Wir können ja eine Challenge machen, schneid mich mal aus diesem Video komplett raus. Mach ich. Beste Challenge. Alles klar. Ja, aber ganz ehrlich, ne, ich nehme es Rapper nicht mehr übel, wenn die irgendwann nach 5, 6 Jahren oder nach 3 Jahren schreiben von wegen, ey, Dawood Bro, kannst du das Interview bitte offline nehmen? So, ich bin jetzt Industriekaufmann, Familienvater. So, bei mir hat es halt nicht geklappt. Digga, ich habe komplett ein Interview bei euch runternehmen lassen. Mein erstes war es mit Boogie. Hast recht. Komplett. Aber das lag nicht an den Inhalten oder so. Mhm. Der Bro, Alter, der war richtig komplett durch mit seiner Welt. Ja? Wirklich, also das war ganz eine schlimme Phase auch für ihn, weil seine Mama war krank und so ein Stuff. So. Verstehst du, was ich meine? Ich erinnere mich, sozusagen Kreuzberg in dieser Kellerbar. Da unten. Und ich kam gerade aus Familienfitner, Alter, des Todes. Jetzt sitzen wir da, die Energy war richtig scheiße. So. Aber so richtig scheiße. Weißt du, was ich meine? So, seine war scheiße, meine war scheiße. Und ich habe mir das so angeguckt, habe das einfach so ungern angeguckt. So. Yeah. Wo ich mir dachte, jetzt kommen wir mal nach 6 Millionen Jahren, weißt du, wo wir zusammen irgendwie Musik machen, kommen wir zusammen und machen mal was zusammen, so interviewmäßig und so weiter. Und dann kommt diese Pisse bei raus. Das hat mich schon echt gestört. Deswegen habe ich gesagt, ey, Dawood, ich guck mir das nicht gerne an. Bis dann und bis irgendwann mal vielleicht so, kannst du das bitte privat schalten? Und dann haben wir das mit diesem New Jack Interview dann im Studio, dann haben wir nachgeholt. Genau. War viel besserer Vibe. So, weißt du, was ich meine? Aber da ging es mir jetzt nicht um die Sachen, die wir gesagt haben. So, weißt du? Und glaubst du, Bilasch, mich stört das wirklich nicht, wenn Leute irgendwann mit der Zeit sagen, ey Bro, kannst du Spit offline nehmen? Da sind wir dann die Ersten, die sagen, ey, gar kein Ding, aber so beim nächsten Mal, wenn du ein Album droppst, komm vorbei. Und das wissen viele Rapper auch zu schätzen. Von wegen, ey, wenn ich da jetzt sitze, dann wird das mich sogar bis in mein Grab verfolgen. So, irgendwann kann man das auch offline nehmen, gar kein Problem. Natürlich. Was ich noch immer schön finde, ist auch immer so ein bisschen verfahren wir auch. Und auch, dass du auch immer nicht so das viral unbedingt guckst, wie viel Follower, sondern auch History King Mero Interview oder halt irgendwelche alten Sachen. Und das war auch sehr dankbar fürs Graffiti-Interview mit den legendären Check-Interview. Ist auch cool geworden. Das ist dann eine schöne Freiheit auch, die wir haben. Dann. Yeah. Und das Ding ist auch, bei Straßensound hat sich jetzt keine Industrie mit eingekauft. Wir dürfen immer noch sagen, was wir wollen. Ich sag fuck you, ich sag scheiße, dies, das. Und da kann uns keiner reinreden. Und das werde ich auch immer beibehalten. Auch wenn ein Sponsor kommt, der korrekt ist, so Respekt an jeden Sponsor, der sich in unsere Sendung mit reintraut, in Anführungszeichen. Wirklich. Die ganzen Medien sind total kontrovers gerade. Also die stehen auch unter Beschuss, größtenteils hiphop.de, Cashmo. Ich hatte letztens ein kleines Techtelmechtel mit der Juice und rap.de gibt es an und für sich, glaube ich, nicht mehr, seit sie clickbait.de wurden. Grüße an Skinny. Ja, die Lage ist ein bisschen komisch. Was sagst du denn? Wo liegt denn das Problem eigentlich bei diesen ganzen Aus Leuten? Aus der Vogelperspektive. Also gibt es dann ein Problem von diesen Medienatzen oder sind wir tatsächlich als Künstler das Problem? Naja, erstmal die Rückfrage, braucht man denn das Medium, in dem
Sinne denn? Also diese Berichterstattung, klar, schön und gut, aber klar, so ein Format wie den Podcast, wie TV Straßensound, wo man sich wirklich als Künstler hinsetzt und erklären darf, wo einem keiner ins Wort fällt, wo keiner... außer du. Und wo keiner vielleicht eine Selbstdarstellung machen möchte als Redakteur, als Journalist. Das steht außer Frage, dass man das braucht, weil man da einfach das Sprachrohr hat und mit Leute vielleicht nochmal erreicht, die man sonst nicht erreicht. Aber ich glaube, ansonsten kann man doch getrost auch darauf verzichten. Also euch als Künstlern bringt doch das nichts, wenn irgendein Medium XY darüber schreibt, oder? Heutzutage weniger als damals. Ja. Heutzutage weniger als damals. Und deswegen, glaube ich, kann man die Debatte auch relativ schnell mit den Worten schließen, braucht man eigentlich nicht. Also ich bin auch dankbar, auch gerade wegen der Problematik, die B angesprochen habe, hier diese Toxik, diese Nazi-Pauke, oder ich fand Jule Wasabi schrecklich, diese Desodog-Sprüche und diesen ganzen Scheiß. Und damals hätte man auch, was bei B gesagt haben, das hat mich dann tierisch sauer gemacht. Ich bin selber mal in so einen Pott reingeworfen worden und das ist, da machst du Leute auch Rufmord, nennt man das. Und damals hätte es die Juice geschrieben, wir hätten kaum, die Straße hätte Bescheid gewusst, aber medienmäßig hätten wir kaum dagegen angehen können. Dann ist es schon ganz gut heutzutage, dass man bestimmte Leute, die nichts mit unserer Kultur zu tun haben, nicht mehr braucht. Und aber auch, dass B auch Instagram hat, dass wir einen Retalk haben, dass er eine Chance hat, dagegen was zu sagen. Ja, und ich glaube auch, ich habe damals auch am Anfang schon, B auch sicherlich auch auf ganz andere Weise, aber ich glaube, ich habe schon oft auch diese Cashmo-Pauke abbekommen, habe es aber damals nicht gemerkt, weil es immer, wie viel bei Gott auch mit ihnen los war, das ist immer hinter den Kulissen passiert. Und ich fand es diesmal cool, weil ich wusste, von wo die Kugeln kommen. Sonst war das immer so, kriegst du mir die Kugeln ab, du weißt nicht, von wo sie geschossen wurde. Danke Jule, danke Toxic, danke Juice. Jetzt wissen wir, wer die Bastarde sind. Oha, okay, am Ende ist er nochmal rasiert, Alter. Ja, aber es ist ja auch verständlich, was klickt sich denn eher? Der Artikel MC Boogie bringt ein neues super Album raus oder verschworener Nazi-Rapper bringt Hassparodien raus? Ja. Ist ja klar. Bad News are good news. Richtig. Blame it on the Boogie. Man weiß ja, funktioniert. Und beides könnte manchmal auch zusammenpassen. Erzählt man sich. Hey, es findet bald ein Gespräch statt bei TV Straßensound, wie ich gestern erfahren habe. Wer denn? Cashmo versus Steiger. Oh, ja, habe ich auch gesehen. Das wollte Cashmo erstmal bei sich machen, hatte mich vorgestern angerufen und meinte, ey, so weit kann er nicht fahren und will er nicht fahren. Lass es irgendwo in der Mitte machen, die Mitte ist Hannover, können wir das bei dir machen. Und dann strahlen wir es auch noch direkt bei Straßensound aus. Ich habe doch gestern... Ach, wirklich? Ach so, okay. Warte mal, ich dachte, das ist über Livestream und so ein Scheiß oder die haben telefoniert, stand da irgendwas. Nicht, also... Der letzte Stand ist, dass Cashmo und Steiger sich zusammensetzen. Am Anfang war es halt für Cashmos Kanal gedacht und Cashmo hat mich gefragt, ob wir es bei Straßensound ausstrahlen wollen. Yeah. Ich dachte, ja, können wir machen, so, wenn ihr da jetzt nicht zu kontrovers werdet oder mach was ihr wollt, wir machen scheiß drauf. Alter, Digga, stell dir mal vor, Alter, weißt du, wenn... Der gelbe Button, ich sehe ihn schon. Markus im Bunker Talk hätte jetzt auch noch Cashmo einladen müssen. Ja. Stell dir vor, der müsste sich jetzt auch noch verteidigen. Digga, das Intro von Wolken. Ja, es tut mir leid, dass ich den eingeladen habe. Ich entschuldige mich jetzt schon. Digga, der hätte sich mies verteidigen müssen, glaube ich. Der hätte niemals, glaube ich, Cashmo zum Bunkertalk eingeladen. Da muss Straßensound wieder hinhalten. Da habt ihr doch gut gemacht. Aber hat sich Markus so ein bisschen rausgemogelt. Jetzt ist er bei einer neutralen Plattform. Jetzt kann er bei euch quatschen. Da kriegt er seinen Hate von seiner Community nicht ab. Diese ganzen Affen mit diesem bitte keine Plattform-Scheiß, weißt du? Mhm. Und dann sitzt er da und sagt, Cancel-Kultur gibt's nicht. Ey, Bro, Alter, weißt du so? Nicht einsteigern, ich bin sehr gespannt, was dieses Gespräch, wie das so verläuft, weil Cashmo an und für sich, er macht so einen Eindruck bei vielen Leuten, als wäre er ungebildet wäre. Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe schon oft gehört. Okay. Ist er wahrscheinlich auch. Also er ist jetzt wahrscheinlich keine Akademiker-Karriere, aber der ist nicht dumm. Nee, und er kann reden und er kriegt die Sachen in einen Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass Cashmo ziemlich intelligent ist. Ich auch. Würde ich auch so sagen, weil Gebildetheit und Intelligenz sind zwei unterschiedliche Paar komplett, Schuhe, Bruder. Komplett. Wie viele gebildete Menschen hast du schon kennengelernt in deinem Leben, wo du gedacht hast, Alter, ey, bitte, Alter, zum Glück darfst du über mein Schicksal nicht entscheiden. Guck mal, gerade bei mir, so, weißt du so? ich hab ja auch Abi gemacht, studiert, bla bla, auf alles geschissen. Nicht auf alles geschissen, meine lieben Freunde, geht in die Schule, macht eure Ausbildung, Abitur. Aber da waren wirklich Mädels, die haben alles nur auswendig gelernt. Und irgendwann wirst du am Ende dann eine Rechtsanwältin oder Ärztin, wenn du die Beste im Auswendiglernen bist. Das ist ganz einfach. Das ist schon auf jeden Fall richtig. Also ich bin gespannt. Ich gucke mir das gerne an auf jeden Fall. Ich auch, Alter. Ich bin auch gespannt in der Kamera. Ja. An alle Kampfschulen in Hannover, falls ihr uns einen so Boxring zur Verfügung stellen könnt, wäre doch eine geile Kulisse. Das wäre auf jeden Fall cool. Aber mit Aftershow-Party. Ja, Mann, Alter. Dann geht's so richtig ab. Wir sind irgendwie alle hier Hip-Hop auch irgendwie so bei Doubt, weiß ich das immer, weil wir haben die legendäre Spotify-Liste im Auto. Immer nur Ghetto Boys läuft, der arme David. Ach was. Aber ich will mal wissen. Ich spiele mich da gerne mit dir weiter, ehrlich.
Durch Boogie habe ich sehr, sehr viel Hip-Hop-Knowledge bekommen, aus den 80ern auf jeden Fall. Weil, guck mal, da war ich nicht mal geboren, irgendwann am Ende erst. Und einige Sachen muss man auch erst aufrollen. Und viele Newcomer, neue Leute, die zum Beispiel die Musik von, was weiß ich, Tupac, B.A.G., sonst wen ich kenne, so, denen darf man das nicht übel nehmen. Aber irgendwann sollten sie das dann auch aufholen. Gut gesagt. Aber ich, Marvin, du bist Baujahr? 96. 96. Hannover 96. Weißt du noch? Krass. Weißt du noch irgendwie, was du erstmal Rap gehört hast? Pumpst du überhaupt? Bist du wie ich auch Rap-Fan auch? Ich glaube schon, oder? Ich habe tatsächlich so meine eigenen Playlisten mittlerweile. Also auch Rap, aber Rap, ja, ne? Natürlich, ja. Voll. Also zu 90% Deutschrap. Mhm. War auch so meine ersten Berührungspunkte. Die ersten waren damals konnte man es ja noch irgendwie hören, Bushido, Sido, Echo Fresh, das war ja genau meine Zeit. Ja, da bin ich gerade irgendwie so aufs Gymnasium gekommen, 2006. Gymnasium gekommen. Und klar, das habe ich gepumpt. Und dann gab es auch die ersten Klassenkonferenzen wegen des Arschfick-Songs. Da wurden wir dann alle dran zitiert und mussten sagen, warum wir das denn hören, ob wir nicht lieber Peter Fox hören wollen. Dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. So bin ich aufgewachsen. Und aktuell tatsächlich sehr viel bunt gemischt. Also ich habe jetzt letztens meinen Spotify-Jahresrückblick bekommen. Ganz viel. Sag die Wahrheit. Soll ich die Wahrheit sagen? Sag die Wahrheit, Marvin. Ja, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Auf Platz 1 war tatsächlich, glaube ich, Bones, weil der einfach auch zwei Alben dieses Jahr rausgebracht hat. Hollywood Uncut. Genau, sehr viel Shindy, Apache. Du hast Bones nur gehört, weil du dachtest, 187 ist Wolf Bela schon, hat ja, ich hab angegeben. Ich habe mich einfach verklickt. und ja, ansonsten, womit du ja wenig anfangen kannst, ist Eminem. Den höre ich sehr gerne, aber der hat mich halt auch ziemlich viel begleitet über die Jahre. Safe. Und ja, das ist so das, was ich liebe und pumpe. Mhm. Und jetzt mal fernab von der Musik so, das ist auch, ist das etwas, was ihr begrüßt als Medienleute, sage ich mal, dass so viel an Fitna und Beef und so weiter stattfindet? Ich habe ja letztens gesehen, ihr habt aber das PA-Ding zum Beispiel auch gepostet bei euch, wo es genau. Diese PA-Manuelsen-Geschichte, die ist ja rumgegangen so. Ja. Und da gucke ich mir dann Straßensound an und dann postet ihr das auf Instagram halt auch. Genau. Auch auf YouTube, kann es sein? Ja, das kann sein, dass es bei dem war. Ich mache jetzt nicht alles selber, meine Kollegen auch. Ja, okay. Aber das ist. Aber ich glaube, die Sache haben wir dann im Nachhinein wieder offline genommen, weil die Sache hat sich dann ja wieder gelegt. Und das ist auch dann mal gut. Aber das ist jetzt, weil PA freiwillig gesagt hat, ich nehme das aus meinem YouTube-Kanal raus oder was. Aber habe ich nicht ganz so verstanden, weil so viele andere Medienportale, ich weiß nicht, Rapcheck glaube ich auch und so, stimmt. Die haben das ja sowieso kopiert und pastet auf ihre Kanäle und das gibt es ja überall. Also, das mittlerweile hat es so Sinn etwas gemacht? Neues viel, entwickelt. So, Leute droppen Aussagen und wollen teilweise, dass man sie spreadet. Heißt nicht, dass es ein PA Sports haben wir, aber es hat sich so ein bisschen geändert. Früher ist man in ein Interview reingegangen und hat gesagt, ey, ich will das exklusiv jetzt droppen. Heutzutage geht man Instagram live und hofft teilweise, dass 3-4 Medien es aufgreifen und dann nochmal ausstrahlen. Und damit ist man dann der, wie sagt man so, der Amplifier, der Verstärker. Was heißt Amplifier? So Verstärker. Aber es ist, man kann schon sagen, dass das den meisten Traffic generiert, ne? Also wenn ein Jalil jetzt bei euch sitzt irgendwie und 200.000, Alter, weißt du, Klicks sich abholt und danach dann sitzt er, nachdem es abgeflaut ist, bei uns und dann gucken den 40.000 Leute. Achso, das meinst du, wenn es gerade... Immer, wenn, oder? Safe. Traffic, also Beef ist Traffic, oder? Auch, auf jeden Fall. Ja. Aber, das ist aber man sollte nicht darauf hinarbeiten, dass Sachen eskalieren. So, da kann man wirklich dann selber der Typ sein, der im Hintergrund sagt, ey, Leute, so, vielleicht gibt es da eine Ebene. Hier ist seine Nummer, nimm die Nummer, so, check mal ab, was abgeht. Und ich glaube. Da erinnere mich, sorry, Bruder. Ja, alles gut. Ich erinnere mich an eine Sache, so, jahrelang, da mein Bruder Boogie auch am Tisch sitzt, gab es ja diese Fitna zwischen Flair und Boogie. Und irgendwann haben sie sich dann an den Tisch gesetzt und dann war auch alles wieder für den Moment okay und dann war das dann auch ein schöner Moment, dieses Interview. Und dann haben die es bei MTV nochmal so ein bisschen größer ausgeschlachtet, aber verstehst du, was ich meine? Und ich denke nur noch, 50% oder 80% von diesen Künstlern, die diesen Beef-Topf sind, inszenieren den mit Absicht. Also viel ist Promo-Beef. Ja, es ist halt auch krass, es ist ähnlich so wie bei Internetbedrohung. 99,9% ist halt fake. Aber es gab auch Sachen, weißt du, da mit Hammer, das Ding ist ernst geworden und sind halt schon ein paar Mal auch die Sachen eskaliert. Also so diese Filme von wegen, ey, ich will bei dir auspacken, so das machen wir nicht mehr. Ja. Das ist auch nicht cool. Wenn irgendwas im Gespräch entsteht, dann passiert es halt. Aber so von wegen, ey, ich komme zu dir und ich mach's bei dir exklusiv, weil dann zieht man mich mit in einen Krieg. Mhm. Und das ist nicht mein Battle. Mach eine Videoansage und dann 2-3 Monate später, wenn ein Album rauskommt, können wir uns gerne zusammensetzen und die Sache aufarbeiten. Aber ach so, du meinst so exklusiv bei TV Straßenzau und jetzt gebe ich mal richtig Vollgas. Genau. So diese Filme, ja. Marvin, du wolltest die ganze Zeit was sagen. Ja, nee, hat sich eigentlich schon erledigt. Eigentlich wollte ich nur noch mal sagen, dass
ich glaube, dass TV Straßenzaun, auch wenn ich natürlich Teil davon bin, sich trotzdem die Jahre lang immer zurückgehalten hat und jetzt nicht so krass gesagt hat, oh, da ist jetzt Beef zwischen den beiden, fahren wir schnell nach NRW und machen da ein Interview. Ja. Und warum das halt, glaube ich, so prominent ist und warum das halt sehr gerne gesehen wird und geklickt wird, ist einfach, weil der Markt so ist. Die Leute wollen es ja sehen. Und das kann ich auch nur Stefan Raab aus dem tollen TV Straßenzaun-Interview zitieren. Der Markt macht die Regeln. und wenn, was hat er gesagt? Wenn Milch mit Knoblauch morgen angesagt ist, dann wollen die Leute das haben und dann kann man es nicht verhindern. Ja, ja, klar. Das ist so diese Nightcrawler-Mentalität halt. Irgendwann macht man sich dann auch die Skandale selbst, weil Angebot und Nachfrage da einfach ein geiles Businessmodell ergeben für die Sache. Wenn sich die Leute das so angucken und sehen, ja, das funktioniert und in 999 von 1000 Fällen passiert auch nichts, wovor ich jetzt Angst haben muss, so, dann mache ich das. Wenn ich dadurch halt Aufmerksamkeit bekomme und so weiter, dann geht's halt ab. Es gab sehr, sehr viele Rapper, ich will jetzt keinen besonders namentlich nennen, aber die halt immer rumgeheult haben früher, dass sie keine Beachtung finden und so, weil sie so starke Musiker sind und dann wurden sie dann später dann auch irgendwelche so Beef-Koryphäen so. Mhm. Und dann hat es dann auch funktioniert. Dann ist es halt auch ein bisschen schwierig dann von meiner Seite aus, dass ich dann erstens mal so krasses Urteil habe, weil ich denke mir, okay, der Bro hat die ganze Zeit gehustelt. Urteil oder Abrechnung? Ja, beides vielleicht. Aber wenn du so jemand bist, der die ganze Zeit konstant macht und tut und jahrelang irgendwie vielleicht ein bisschen erfolglos ist und dann kriegst du ein bisschen Frustration und so. Und dann merkst du aber irgendwie mit zwei, drei irgendwelchen Ansagen kommst du dann besser vorwärts. Yeah. Ja gut, dann ist halt die Entscheidung halt fällig. Ne? Bist du real und hast einen leeren Kühlschrank oder machst du den Film mit und dein Kühlschrank ist voll? So, kompliziert. Ja, wahre Worte. Ja, und ich denke mir auch nochmal, den richtigen Markt, den kommerziellen Markt halt, der ist sehr jung auch und sind halt auch, glaube ich, die jüngeren Leute, die sich darauf so ein bisschen stürzen halt. Alle, ganz ehrlich. Also Beef guckt jeder, glaube ich. Ja. Ja. Gucke ich auch. Ja, klar. Bin auch nicht frei davon. So. Mhm. Ja. Konflikte sind interessant für die Leute, weißt du? Weil das ist so die Möglichkeit zuzuschauen, einfach wie sich so Lösungen ergeben. So. Weil du willst ja darauf immer hinausarbeiten. Du willst ja wissen, wie endet's. Wenn sich zwei prügeln, dann bleibst du stehen, guckst du zu, weil du willst wissen, wer gewinnt. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Aber ich bin wirklich glücklich, dass es mittlerweile neue Plattformen gibt, die so etwas aufgreifen und dann so, wie soll man sagen, anders verpacken. Und dass man so selber so ein bisschen aus der Schusslinie raus ist. Wer denn? Zum Beispiel, guck mal, vorhin hatten wir das Beispiel, als wir angefangen haben, gab es sehr viel Ellbogen. Und dann habe ich mir geschworen, so, egal wer kommt, behandle ihn erstmal mit Respekt. Ob es damals einer wie Budak war, der Interviews geführt hat, ob es einer von Memo Rapcheck ist, ob es die Jungs von der Rap-Show sind, Rap-Tastisch, was gibt's da noch? Rap-Update, so mit allen so ein bisschen zusammengearbeitet, weil ich wollte am Ende nicht das Arschloch sein, dass denen so die Hand weggeschlagen hat. Ja, ja. So, Jungs, kommt rein, wir machen es so, wir können uns ein bisschen helfen und auf entspannt. Ja, ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, abschließend die wichtigste Frage von allen, wenn du, Marvin, in einem Hinterhof sind mit Mr. Beats und Mr. Raps und ihr habt einen MMA-Fight, wer verlässt es als Gewinner? Ah, safe, yeah. Safe, Jungs. Also ich setze mein Geld auf Davut. Der ist so zwar ganz ruhig und so, aber er hat so eine gewisse Brutalität in sich drin, glaube ich. Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall. Ey. Wir halten uns bedeckt. Danke, dass ihr da gewesen seid. An diesem Tisch wurde ich gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Marvin, wünsche mir auf jeden Fall das Allerbeste für die Zukunft. Ja, ich werde auf jeden Fall akribisch verfolgen. Ab jetzt. Pranksy. Super funny auf jeden Fall. Davut, Alter, du bist ein Bro. Ich muss nicht sagen. Ich danke weißt dir. Danke Respekt. Dir. Familie, genau, gehen wir alle mal Ghetto-Faust hier einmal in die Runde. Baby, baby. So. Ja, und eine ganz wichtige Sache, die ich ganz am Ende noch den Leuten mitgeben will. So, auch an alle meine Jungs. So, egal wer in meinem Team ist. Es gibt ein wichtiges Zitat von Boogie, von wegen Leuten nicht den Fisch geben, sondern die Angel geben. Boogie hat sein eigenes Ding gemacht. Marvin hat sein eigenes Ding gemacht. Budak macht mittlerweile sein eigenes Ding mit Gib mir den Stoff. Jammo macht sein eigenes Ding. So, jedem dann auch so ein bisschen im Leben gecoacht. Aber trotzdem, egal, ich habe mich gefreut, als Boogie den Podcast gemacht hat und gesagt, ey, egal was ist, komplette Leistung rein, so wir supporten das und das Ding muss aufgebaut werden. Erst machen, dann bereuen. So sieht's aus. Yes. Ja. Also, supportet auf jeden Fall alle Jungs. Kann sein, Alter, frag ihn gleich mal. Supportet auf jeden Fall die Jungs, supportet Marvin, supportet Budaks neuen Podcast. Record. Ja. Record heißt jeden Freitag, 20.15 Uhr. Ja. Bald mit Belasch und Boogie im Podcast. Gerne. Sind wir immer am Start, Bruder. Du weißt, es ist ja Family. So, weißt du so? Deswegen, jeder soll sein eigenes Ding machen, aber am Ende kommen wir zusammen als Community und übernehmen hoffentlich bald MTV. Ich habe den Traum immer noch nicht aufgegeben. Ja? We are Family. Nehmen sie alle auseinander, Bruder. Selemi. Auf jeden Fall, Bruder. Schön, dass ihr da gewesen seid. TV Straßen Sound. TV Straßen Sound. TV Straßen Sound.